Gemessen am heutigen Profifußball nimmt sich das zwar bescheiden aus, aber unsere 74 Europacup-Helden waren natürlich ein wenig privilegiert. Sie mussten nicht, wie die meisten DDR-Bürger, 10 bis 15 Jahre auf ihr Auto warten. Und als Martin Hoffmann, der Jüngste im Team, endlich seine Pkw-Bestellung bekam, entschied er sich für einen Wartburg. Heinz Krügel hat davon Wind bekommen und hat ihn einige Tage später zu sich gerufen. Martin, ich habe gehört, Paolo und Uli wissen ganz genau, in welchem Tonfall das vom alten Fuchs kam. Ich habe gehört, dass Sie ein Auto bestellt haben. Ja, das stimmt, Herr Krügel. Der alte Fuchs, obwohl genau im Bilde, fragte weiter, was denn für eins? Martin sagte frei heraus, ein Wartburg-Trainer. Martin, was für ein Auto fährt Manfred Zapf? Ein Wartburg-Trainer. Was für ein Auto fährt denn der Sparwasser? Auch ein Wartburg-Trainer. Sehen Sie, und genau deshalb kriegen Sie erstmal nur einen Trabant. Ja, und das Wort des Cheftrainers war natürlich Gesetz und es war tatsächlich so, das erste Auto von Martin Hoffmann war ein Trabi. Jahre später sagte dann Heinz Krügel, dass er Martin nur deshalb zu seinem eigenen Schutz zu einem Trabant geraten hat, damit er nicht so schnell fährt und keinen Unfall baut. Reingegrätscht, der Sporttalk der Altmark. Und hier ist Ihre Gastgeberin Sabrina Bramowski. Ja, einen schönen guten Abend an alle hier im Saal, in der Kreissparkasse Stendal, aber auch natürlich die uns zu Hause über den offenen Kanal zuschauen. Und Volkmar Laube ist bei uns, wir haben ihn gerade ja schon gesehen, erzählt uns Anekdoten von und über Heinz Krügel. Und Volkmar, ich habe auch so eine Art Lieblingszitat. Ich glaube, du könntest es sogar vervollständigen. Und er hat einmal gesagt, ihr könnt das auch vervollständigen, ich bin mir sicher, Sie sind Diplom-Sportlehrer und Rivera. Der hat nicht mal eine Ausbildung. Genau, das hat Heinz Krügel nämlich zu Helmut Gaube gesagt, der quasi aus der Bezirksliga-Reserve dann hinaus diesen Weltstar seine Schranken aufgewiesen hat und ihn quasi unsichtbar gemacht hat auf dem Platz. Und wir wollen heute sprechen über Heinz Krügel, der ein Top-Psychologe war, der diesen großen Triumph nach Magdeburg geholt hat, von diesem der Verein bis heute ja zehrt und in dem wir dieses 50. Jahr eben bestreiten können. Wir wollen gucken, was hat sich vielleicht verändert im Trainer-Spieler-Verhältnis und auch im Training. Ja, und wir wollen uns so ein bisschen einfühlen, wie war es damals und wie ist es heute? Und da haben wir natürlich unsere Europapokalhelden zu uns geholt. Zum einen den Torwart, den Mann, der den Sieg festgehalten hat, Uli Schulze. Und zum anderen einen weiteren coolen Typen neben mir, und zwar dem Torschützen Paul Seguin. Hi. Aber wie gesagt, wir haben ja auch die Gegenwart heute hier bei uns Stendal eingeladen, und zwar Andreas Schumacher, Co-Trainer beim 1. FC Magdeburg. Und der Mann, der hat wirklich eine interessante Vita, finde ich, ist Buchautor, ja, ist für das Offensivspiel zuständig. Jetzt muss ich mal so ein bisschen keck fragen, Andreas, 0,73 Expected Goals gegen Braunschweig am Wochenende, das ist das, was man sich so vorstellt? Hat nicht so geklappt, wie wir uns vorgestellt haben. Aber wir begrüßen dich trotzdem ganz herzlich, hallo. Danke. Und der Präsident des 1. FC Magdeburg hat auch den Weg nach Stendal gefunden. Jörg Biastoch ist, hat er gesagt, auf den letzten Drücker gekommen. Fand ich jetzt gar nicht so, weil du hast ganz schön Gas gegeben auf dem Dissi hier auf der Autobahn. Ist ja jetzt weiter ausgebaut, Gott sei Dank. Bist hier fast ganz nach oben. Was hat das denn noch zu tun, kannst du uns verraten? Na, wie ist es ausgewählt? Ich hatte halt noch einen Notartermin in Magdeburg und musste dann da um 17.30 Uhr noch zum Notariat in Stadtfeld, nee, nicht Stadtfeld, hier, im Humboldtstraße, und dann von da aus rauszukommen und dann auf die Autobahn, und dann war ich sehr pünktlich hier. Dank der Autobahn ging es auch sehr schnell. Also, sie ist ja zumindest laut unbestätigten Meldungen unbeschränkt. Das heißt, ich konnte Gas geben. Aber wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Dankeschön. Danke.
Ja, Jörg, wir reden gleich über Heinz Krügel, aber müssen natürlich auch erstmal so noch mal ein bisschen in die Gegenwart hineinschnuppern. Die heißt, was die sportliche Führung angeht, aktuell Christian Tietz und Ottmar Schork beim ersten FC Magdeburg. Und die kam ja, wenn man so möchte, fast in allergrößter Not zu Blau-Weiß, als es im Abstiegskampf in der dritten Liga ging. Und du hast dann mit Rainer Kallmund irgendwie spritzige Ideen offensichtlich gehabt, ja? Also ich bin seit Jahren mit Rainer Kallmund befreundet und wir haben uns mal bei einer Urlaubsreise kennengelernt, muss ich dazu sagen. Und dann ist eigentlich so der Fußball in den Vordergrund gerückt, als ich Hygienebeauftragter wurde im Mai 2020. Da rückte ich auch näher an die Mannschaft. Und während der Corona-Zeit war es ja so, dass ich einer der Privilegierten war, bei jedem Spiel dabei sein zu dürfen und bei den Auswärtsspielen dabei sein zu müssen. Es war eine sehr anstrengende Zeit für alle Beteiligten. Und ich habe dann irgendwann, ich bin zwar nicht der große Fußballexperte, aber im Endeffekt irgendwie das Gefühl, dass wir da ja, in eine falsche Richtung steuern. Und ich dann einfach mal Kalli gefragt habe, ich sag, der also ist auch verfolgt, Magdeburg auch verfolgt, ich sage, Kalli, was müssen wir machen? Brauchen wir noch einen neuen Trainer oder was müssen wir machen? Er sagte, nein, ihr braucht neue Impulse im sportlichen Bereich und ihr müsst mal aus eurer eigenen Soße so ein bisschen rauskommen, ihr braucht mal ganz andere Impulse. Ich sage, ja, das sagst du so einfach. Ja, weil ich kenne doch so ganz viele Leute. Dann sagt er, nein, warte mal ab. Und zwei Tage später rief er an, fragte mich, was machst du denn am Samstag? Ich sage, ich bin unter Umständen in München oder auf der Couch und gucke Magdeburg gegen Unterhaching war das damals. Dann sagt er, nee, du bist in München. Ich sage, wieso denn das? Ja, du lernst da jemanden kennen. Und da habe ich dann Ottmar Schork kennengelernt und es war ganz witzig, er hat uns beide angerufen, hat uns quasi vernetzt und wir mussten dann unterhalten. Das war das zweite Spiel in der Saison 2020. Das erste Spiel war diese tolle Niederlage gegen HFC, wo ich vollkommen vom Glauben abgefallen bin, was wir da abgeliefert haben. Ja, und Ottmar Schork hatte sich dann schon bei Magdeburg so ein bisschen kundig gemacht und dann dauerte es noch eine gewisse Zeit, bis wir ihn davon überzeugt haben, auch nach Magdeburg zu kommen, weil im Endeffekt da wussten sehr wenige, wer er ist, Punkt 1, er war also nicht so im Fokus und im Endeffekt Punkt 2 wussten die allerwenigsten, dass er wirklich einer der erfahrensten Manager in der zweiten und dritten Liga ist und auch ein unglaubliches Netzwerk hat. Und das ist ja im Fußball extrem wichtig, dass man ein Netzwerk hat, Leute kennt. Und man merkt es ja immer wieder, dass er mit Leuten in Kontakt kommt, die es überhaupt keiner auf dem Schirm hat. Ja. Und das ist schon, es war für Magdeburg damals ein Glücksgriff. Und ich bin auch sehr froh, dass er sich für uns entschieden hat und auch im Endeffekt für einen längeren Zeitraum, weil ich selber halte es für extrem wichtig, dass man entwickelt. Ja, dieses Ex und Hop, wie das momentan im Profifußclub üblich ist, das ist für die Vereine eigentlich nur schädlich. Ja, die Vereine, die langfristige Perspektiven haben, die im Endeffekt auch an ein Ziel glauben, und dazu zähle ich Magdeburg auch, die zeigen, dass trotz Dellen, die beim Fußball wieder eintreten, oder wie auch generell, jeder kennt das von der Arbeit, man ist nicht jeden Tag bei 110%. Ja. Es gibt Tage, so wie gestern, ja, das ist also, ich auch, weiß ich nicht, was ich hätte machen können, keine Ahnung, ja, verrückt werden. Ich habe so Schlaglöcher auf der Autobahn gesehen. Das war ich nicht. Das hätte mein Auto nicht geschafft. Aber nein, das sind so Tage einfach, wo man fragt, mein Gott, was ist da passiert? Aber das gibt es immer wieder. Ich denke, das kennt jeder aus der Arbeit. Insofern ist das für mich ganz entscheidend, dass wir eben diese Langfristigkeit anstreben und auch machen. Und dafür stehe ich auch. Und ich bin sehr, sehr froh, dass Ottmar Schork auch diesen Weg mit uns gemeinsam geht und wir diese Perspektive auch haben, auch eine Vision haben. Und das ist schon, ja, und Christian Tietz ist genau die gleiche Vision. Ja, auch langfristig ein Entwickler macht junge Spieler besser. Und es ist natürlich auch mal die Geschichte, jeder erwartet, dass jeder Neuzugang, der kommt, gleich einschickt wie eine Bombe und, keine Ahnung, 110% bringt. Das ist unmöglich. Das ist genauso wie im Prinzip vom Nachwuchs. Ja, wenn man sieht, wie viele Nachwuchsspieler es gibt, wie viele dann oben ankommen, das sind ganz, ganz wenige, weil das spielen so viele Faktoren eine Rolle. Ja, und das ist im Prinzip auch, wenn also Ottmar Schork einen neuen Spieler verpflichtet und das Trainerteam sich für einen Spieler entscheidet, dann machen die das nicht, weil der einen Namen hat oder weil der im Endeffekt günstig ist oder wie auch immer, was immer so für Geschichten erzählt werden, sondern sie analysieren ganz genau, ob dieser Spieler in das System hineinpasst, ob er weiterentwickelt werden kann, ob er sich doch einbringen kann. Und das geht manchmal auf, manchmal eben auch nicht. Ja, und das ist also unglaublich schwer zu verstehen. Ich habe auch eine Weile gebraucht, das zu verstehen. Ich hinterfrage das natürlich auch, weil ich es einfach verstehen möchte. Ja. Aber was ich gemacht habe, das mache ich im Unternehmen also auch, im Endeffekt, wenn ich selber nicht mehr weiterkomme, hole ich mir Profis. Ja, und dazu schätze ich eben, oder sage ich, Ottmar Schrock ist in meinen Augen absoluter Profi und der entscheidet dann auch, wer Trainer ist und wer kein Trainer ist, da rede ich ihm nicht rein. Er ist eben der Fachmann. Ja. Und ich glaube, jeder, der ein Unternehmen führt oder eine größere Struktur führt, ist gut beraten, da auch so zu handeln. Ja, also es gibt ja auch Leute, gerade im Fußball witzigerweise, gibt es dann Präsidenten und Aufsichtsräte,
die aus dem Wirtschaftsunternehmen kommen, oft erfolgreiche Unternehmer sind und auch der Meinung sind, sie könnten noch einen Fußballverein sportlich führen. Ich kann den wirtschaftlich führen, ohne Frage, aber nicht sportlich. Weil ich habe selber, ich sage immer, wenn ich früher beim Fußballspielen, wenn die Mannschaften ausgewählt wurden, ja, war ich Torwart oder Schiedsrichter. Jetzt könnt ihr raten, wann ich gewählt wurde. Ja, also meine Fähigkeiten, was das Fußballspiel betrifft, sind eher marginal. Ich habe zwar mal Sport getrieben, aber mein Einzelsport. Deswegen ist für mich Mannschaftssport auch nochmal eine ganz andere Kategorie. Und dieses Gefüge, das ist für mich war es eine ganz neue Erfahrung, das näher kennenzulernen. Hochinteressant aber. Jetzt hast du ja natürlich einen Experten neben dir sitzen, Anna Andreas, der kommt aus Stuttgart. Du warst Co-Trainer beim VfB, aber was ich auch ganz spannend finde, Academy Chief Coach in St. Louis in den USA. Wie kommt man dann zum FCM? Ja, wie man zum FCM kommt, das erste Mal sind wir dann nach der Station in den USA zurück nach Deutschland gekommen. Und um sich hier wieder zurechtzufinden, dauert es eine Weile. Trotzdem hatte ich verschiedene Kontakte in meinem Netzwerk, mit denen ich immer wieder gesprochen habe. Bin dann auch als junger Familienvater mit einer Zweijährigen und einem Vierjährigen zu Hause macht man sich nochmal ganz anders Gedanken, welchen Weg man dann einschlägt. Und mit Christian hatte ich regelmäßig Austausch. Da ging es aber jetzt nie über eine Zusammenarbeit, sondern wir haben uns gegenseitig inspiriert und so ein Anruf kam. Ich glaube, es war Mai letzten Jahres, wo wir uns wieder ausgetauscht haben und irgendwann meinte er, was machst du denn eigentlich jetzt? Dann sage ich, für mich wären die, die und die Stellen interessant, das würde ich mir anhören. Und dann meinte er, ah, dann sollten wir uns sprechen. Dann sage ich, ja wann denn? Meinte er, es war glaube ich Donnerstag, gesagt, da kannst du Montag in Magdeburg sein. Und ja, so kam ich nach Magdeburg und habe mir da einen ersten Eindruck verschafft. Und was total auffällig war auf den allerersten Blick ist, dass dieses Innenverhältnis zwischen Ottmar und ihm und auch dem Trainerteam super bodenständig war, super ruhig, super klar, so entgegen dem sonstigen Hype in verschiedenen Fußballvereinen, die sich schnell von den höchsten Höhen und den tiefsten Tiefs so aus der Bahn werfen lassen, hat man da gemerkt, dass da passt das. Ich wusste auch, dass Christian mit der Art zu spielen, mit der Art Fußball zu denken, eher einer ist, der zu mir passt. Oder ich zu ihm, muss man ja so rum sagen. Und hat mir dann auch noch ein Aufgabengebiet vorgestellt, für das er mich in der Rolle vorsieht, dass zudem noch zu, du hast vorher gesagt, das Buch, die Inhalte, die ich verkörpere, in denen ich mich sehr sicher und sehr gut fühle, nämlich eben die Entwicklung von einem offensiven Spiel und die Arbeit mit Stürmern, offensiven Standards, dachte ich, das passt einfach zu gut, um es nicht zu machen. Und da er in Magdeburg war, so lande ich mit der Familie dann in Magdeburg. Und wann hast du das erste Mal die Statue vom Stadion wahrgenommen? Und was hast du dir dann gedacht? An dem Tag, als ich da herfuhr, an diesem Montag war es, ich war vorher noch nie in Magdeburg, ich habe mich auch mit dem Verein davor nicht beschäftigt gehabt, aber als man dann dahin fährt und sieht, da steht eine Statue direkt davor, fällt das schon auf. Da habe ich natürlich gesagt, auch noch der Platz, der Name, aber das ist noch nicht der Moment, wo man sich da groß Gedanken drüber macht, aber es war schon ungewöhnlich. Ich weiß nicht, bei wie vielen Vereinen man vorfährt und da ist erstmal eine Statue da direkt vor dem Stadion und dann, es hat nicht allzu lange gedauert, wenn man das Stadion betrifft, sieht man Europapokal, Sieger, okay, und dann kommt man relativ schnell, wer war damals Trainer und dann befasst man sich relativ zügig und man kommt ja gar nicht drum herum, 50 Jahre zurück erfährt man dann, das ist die Saison, also 50 Jahre her, das ist natürlich dann offensichtlich, dass man sich dann damit befasste. Ich finde, man sieht es meine beiden Herren, die rechts an meiner Seite sitzen, gar nicht an, dass es schon 50 Jahre her ist. Und Paulo, du hast ja schon beim Club gespielt, als Heinz Krüger 1966 dazu kam. Was war so dein erster Eindruck von ihm? Ja, mein erster Eindruck war so, zuerst hat er erstmal uns mit Sie angesprochen, Wolfgang Sie, Uli war schon da. Ja, Uli Sie. Manfred Sie, Trainer Sie. Das war schon mal eine Respektperson, wo ich gesagt habe, oh Gott, das wird nicht so einfach für uns. Und ich muss sagen, er hat uns dann wieder abgestiegen in diesem Jahr. Er hat uns ja dann wieder zum Aufstieg gebracht.
Er war korrekt, du hast vorhin den Namen gesagt, Psychologe, er war kein Trainer. Der Trainer war Günter Konzak. Er war wirklich so der Mentalcoach, der würde man heute sagen. Der hat alles gesagt, was gemacht werden muss. Das Training hat er und der Jürgen Bodendorf oder der Athletiktrainer, der hat das Training bestimmt und der hat nur gesagt, wie gut wir alle sind. Was sie alles können und was der nicht kann. Der hat uns so stark gemacht, dass wir daran geglaubt haben, gerade 74. Vielleicht habe ich dir schon mal erzählt, ich bin jetzt 5. Mai jetzt hier. Ich muss sagen, wie er dann gesagt hat, in dem Stadion, wo wir das Endspiel hatten, war gegen NAC Breda. Da hat er dann zu uns gesagt, schaut euch dieses Stadion an. Da werden wir das Endspiel machen. Wir haben uns alle angeguckt, wir haben gesagt, aber das ist ja normal oder nicht? Da haben wir gesagt, der Mann hat recht gehabt. Da haben wir das Endspiel gemacht. Der hat uns so gepusht. Und du hast vorhin den Namen gesagt, Helmut Gaube, der hat nicht viele Spiele gemacht. Aber du hast es gesagt vorhin, ja, richtig. Hat gesagt, du spielst gegen Gianni Rivera. Der war damals der Weltfußballer des Jahres. Und sie spielen gegen Gianni Rivera. Ja, denken Sie mal, sie sind Diplom-Sportlehrer. Und er kann nicht mal seinen Namen schreiben. Der Helmut Gaube hat wirklich daran geglaubt. Er hat diesen Mann, Weltfußball eiskalt, also tot gemacht. Er hat keine Chance gehabt, kein Nichts. Und so hat er uns von 65 bis in den Jahren, wo er denn, wie sagt man, Uli, gegangen wurde? Oder ja, wie sagt man gegangen worden ist, denn? Ja, muss ich sagen, Berufsverbot. Das hieß ja damals anders. Aber ich sag mal, das haben wir alle mal damals nicht verstanden. Und für mich war das einer der Trainer, wir haben ja nicht viele gehabt wie heute. Heute wechseln ja die Trainer wieder Unterwäsche. Ja? Das war bei uns nicht gang und gäbe. Ja, ich habe ja auch damals, was die jungen Leute heute nicht, ich habe ein sehr gutes Verhältnis jetzt zum Attic. Für mich immer ein sehr guter Fußballer. Trotzdem muss er ein bisschen, das kann er nicht anders, aber das ist seine Schwäche. Und die ich finde, das ist seine Stärke, aber erzähl ruhig weiter. Ja, das ist seine Stärke, aber auf der anderen Seite, wenn er den richtigen trifft, dann kriegt er keine Elfmeter mehr. Ja, der kriegt doch keine, richtig. Uli sagte, er kriegt keine Elfmeter. Warum? Weil er zu viel gackert. Für mich ein hervorragender Fußballer. Der braucht das scheinbar auch. Der weiß auch nicht, was er vorher macht. Also, es gab ja früher Instinktspieler, die wussten vorher nicht, wenn sie den Ball gekriegt haben, was sie machen. Das ist so einer. Der hat erst dann überlegt, wann er den Ball hatte. Vorher nicht. Und das muss ich sagen, nun bin ich wieder vom Weg abgefallen. Du hast ja gefragt, wer in Europacup. Ich muss sagen, das war für uns damals, ja Uli, einmalig, war. Ja, klar. Uli, heute scheint ja Heinz Krüger ehrlicherweise übermächtig. Ne? Der schwebt ja über diesen Verein. Habt ihr diese Macht damals dann auch schon so gespürt, wie es Paul jetzt ja schon so andeutet? Ja, klar. Er hat alles bestimmt. Er hat bestimmt, wer kommt, er hat bestimmt, wer spielt. Natürlich hat er sich mit uns auch ausgetauscht, das ist ja nicht. Er hat bestimmt, wann der Rasen geschnitten wird. Er hat im Prinzip alles bestimmt. Er hat bestimmt, wer die Stollen wechselt und so weiter. Also wir hatten einen alten Rentner, der hat das okay gemacht. Das hat er alles gemacht. Punkt aus. Mit Herbert Groth zusammen, das war, drei Mann haben praktisch den ganzen Laden geführt dort. Aber was hat er dann gemacht, wenn er zu diesem wöchentlichen Rapport musste beim zweiten Sekretär der SED Zirksleitung? Hören Sie auf damit. Da brauchen wir doch gar nicht drüber reden. Für diesen Menschen, der damals da verantwortlich war für die ganze Geschichte, hat Hans Krüger klipp und klar gesagt, Sie kümmern sich bitte um die Wirtschaft und ich kümmere mich um den Fußball. Ja, alles klar. Und dann sind alle auch so gefolgt? Er hat ja noch eins gesagt, er hat denn, der Name ist, glaube ich, bekannt. Werde ich jetzt nicht aussprechen, weil ich vergessen habe. Er hat damals gesagt, du, denk mal dran, wer kennt dich denn? Mich kennt die ganze Welt. Und das war zu viel für die damalige Führung in der damaligen DDR. Und das haben wir Spieler natürlich auch mitbekommen. Und wir sagten, Mensch, der traut sich aber was, der hat wirklich. Und dann, wo er dann 76 gegangen wurde, haben wir dann ja auch gesagt, er war, wie sagt man, gerade politisch nicht mehr tragbar. Ja, so hieß das Wort, ja, oder nicht? Aber das Vergangenheit wollte ich nur erwähnen. Für die Älteren meine ich das jetzt, ja. Nein, war eigentlich, es war unmöglich eigentlich heutzutage. Es gab im Zuge nach dem 74er, gab es ein paar Entscheidungen, die einfach nicht nachvollziehbar waren. Zum Beispiel die ganze Kohle, die da war, 225.000 Schweizer Franken im Koffer, hat der das Sekretär vom Fußballverband mit nach Schweden genommen, hat die Vorbereitung davon bezahlt.
oben in Schweden, wenn es keiner weiß, sage ich es hier auch nochmal, ich sage das immer wieder. Und Hans Krügel hat sich, die beiden haben mal zusammen gespielt bei Zwickau Plan, jetzt muss man dazu sagen. So, der hat gesagt, mach endlich den Koffer auf und gib den Jungs ein paar Mark, dass sie für ihre Frauen was mitnehmen können nach Hause. Nein, ich bin Ewald verpflichtet, mache ich nicht, nichts gibt's hier. Schub, Schluss, aus. Und das Schlimme war ja noch, ein Teil von uns, die bei der Nationalmannschaft, die durften gar nicht mit nach Magdeburg. Die konnten also nicht mal diese Feier da mitmachen. Auf dem alten Markt, wo, was ich heute noch, war ich heute noch Gänsehaut. Ja, da früh morgens um 11, da waren auf einmal die ganzen Betriebe leer, da waren 10.000 Leute da. Ich war ja selbst auch betroffen. Ich musste ja den anderen Tag mit der Nationalmannschaft, also mit den Nationalspielern nach Hinnerz, nach Schweden, zur WM-Vorbereitung. Natürlich, wenn wir mitmachen, war ich auch stolz drauf. Aber ich war das erste Mal mein Leben verletzt und musste da 10 Tage hausieren ohne eine Behandlung. Das hat ihn gar nicht interessiert. Ja. Und der Mann hat ja dann, der Martin Hoffmann war das erste Mal mit und hat dann vor dem Flughafen hat er dann eine Flasche, was war das, Wodka oder was, für den damaligen Berater. Da kommt Martin zu mir, Paul, guck mal, was denn? Ich habe eine Flasche gekriegt. Ich sage, warte, wenn wir durch den Zoll sind, bist du die wieder los. Und so war es so, hat er dem Eske gegeben. Das gab es damals auch, das glaubt ja kein Mensch. Und wir Spieler haben uns dann zurückgehalten. Vielleicht nochmal zurück zu Hans Krügel. Hans Krügel war wirklich ein Psychologe, ganz ehrlich. Der konnte dich packen. Ich habe neulich in der Geschichte mal erzählt hier. Ich bin in Halle mal unter dem Ball drunter durchgelaufen. Und da musste ich 14 Tage lang, jeden Nachmittag, nach Trainingsschluss, 2 Juniorenspieler da, 2 da. Und ich musste die Bälle immer am höchsten Punkt fangen. Und er hat zugeguckt, der ist auch nicht rein, der hat zugeguckt. Ich denke, ich will da nicht mehr nicht gehen, ich kann gar nicht mehr. Immer wieder hoch die Bälle fangen. Und da musste ich standen, so zu mir gekommen und sagen, Uli, Sie wollen ein anständiger Oberliga-Torhüter werden. Ich sage, Oberliga-Torhüter, wie schon. Nein, Sie wollen ein anständiger werden, ein guter. Also fangen Sie die Bälle im höchsten Punkt. Klatscher die eine Sitze. Wirklich, echt. Und das war ja, wir sind ja 69, 70, wir haben ja fast abgestiegen. Wir haben dann in Altenburg gegen Chemnitz, die hatten da, also Karl-Marx-Stadt, die hatten damals Platzsperre. Und wir haben das Spiel 3-0 gewonnen, muss ich dazu sagen. Haben richtig gut gespielt und dadurch sind wir eigentlich noch drin geblieben. Aber Mücke Hirschmann, Stöcker, Steinborn, wie sie alle hießen damals, die waren alle über ihren Zenit. Die waren also 32, 31, Mücke Hirschmann sogar 34. So, und dann kam der Schnitt, das heißt also die Junioren, sind deutscher Meister geworden, die Lehrmeister geworden, die B-Jugend, die A-Jugend. Und da war ein Fundus von 6, 7, 8 Spielern, die innerhalb von 2 Jahren kamen. Und die kamen hoch und da hat er gesagt, das sind alles Rohdiamanten. Die schleife ich. Also mit Günter Konzak zusammen und natürlich auch mit Günter Behne, darf man nicht vergessen. Günter Behne, der war so knallhart, wir haben eine Vorbereitung mal gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. 6 Wochen im Sommer, 6 Wochen im Winter, nicht wie ihr heute. Ihr müsst ja nur spielen. Sie waren, war keiner verletzt, war nichts, wir waren topfit. Bodi, als Sprungtrainer der Frauennationalmannschaft im Leichtathletik, das war unser Konditionstrainer. Kasten, Hoch- und Tiefsprünge, der war topfit. Wirklich, nach 14 Tagen bin ich die Treppe hoch, aber runter bin ich so. Ja, wirklich, wie ein Rentner. Und wir waren wirklich fit auf der Strecke hin. Und dementsprechend hat sich das dann auch ausgezahlt. Die jungen Spieler, Intelligenten dazu. Wolfgang mit seinen Beinen rechts und links, wo er Strippen gezogen hat. Außer Zappel, der hat öfters mal gemeckert über ihn. Hier muss ich auch mal sagen, ich habe keine gelbe Karte gekriegt. Und ich habe von dir 6 gekriegt, weil du den nicht umgehauen hast. Ja, stimmt's. Na gut, aber nee, weil Hans Krügel hat wirklich gesagt, pass auf, mit den jungen Leuten können wir was machen. Und das war ja auch so. Und ihr Alten, also ihr, Wolfgang, Zappel, Uli, du, Spari vorne, Wolfgang Abraham war noch dabei. Ihr habt diese Truppe zu führen. Das ist eure Aufgabe, dass ihr die führt. Auch ein ganz einfaches Beispiel. Manfred Zapf hat das Sagen gehabt bei uns. So, Klaus Decker, jedes Mal nach vorne, Enge, jedes Mal nach vorne. Komm mal her. Du gehst nach vorne, wenn die Seite frei ist. Und nicht jedes Mal. Nur wenn es die Situation erlaubt, sonst trete ich dich in den Arsch. Hast du mich verstanden? Ne? Aber sowas brauchst du in der Mannschaft. Du brauchst Leute, die das ganze Kollektiv führen. Ist so. Gut. Und Heinz hat natürlich voll dagegen gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Bloß er durfte nicht Heinz sagen. Nee. Er musste Trainer später und Sie sagen. Ich Heinz. Ja. Durftet ihr später duzen? Bitte? Durftet ihr später duzen? Klar. Nee.
Ich nicht. Ach, zählst du denn? Jürgen, du guckst mir an, können diese Augen lügen? Nein, nein, nein. Aber auch so, ich, einen für sich, die ganzen Jahre, es waren immerhin 8, 9, die ich dort gespielt habe, beim Club, und gab eigentlich nur einmal eine krasse Fehlentscheidung von ihm. Ganz ehrlich, sonst hat das immer gepasst. Ja, kann ich ganz ehrlich sagen. Wir führen in München 2-0 zum Europapokalspiel. Und die Geschichte kennst du ja vorher, so kein Supercup spielen, erste Runde freilos, dann wollen wir gegen die, da pfeift ein Jugoslawe, keine Chance. So. Wir führen 2-0, machen ein Top-Spiel. Und Sigmund Mewes, immer wenn Beckenbauer kam, hat er den aufgenommen. Sigmund Mewes kennt er ja alle noch, großer. So. Immer aufgenommen, der hat keinen Stich gesehen, keinen Stich. Und zur Halbzeit war er so euphorisch, weiß auch nicht. Jedenfalls hat der Keule rausgenommen und hat dafür Jürgen Herrmann gebracht, einen dritten Stürmer. Da wollte er unbedingt wahrscheinlich noch mehr Tore schießen. Und dummerweise hat der Jürgen auch noch zum dritten Tor eine riesen Möglichkeit gehabt. Das war natürlich ein gefundenes Fressen. Wo der raus war, hat Beckenbauer das ganze Spiel gemacht. Und dann haben sie trotzdem noch einen Elfmeter gebraucht in der 68. Minute. Langer Ball, ich hebe ihn auf. Unser Freund hier, Hoeneß, rennt voll auf Zappel. Elfmeter. Und von da ab lief das Spiel, dann haben wir 3-2 verloren. Ganz bitter, ganz ehrlich. Als ich heute noch daran denke, da geht mir ein Messer in der Tasche auf. Na, ist so. Wann hast du die Gelegenheit, mal Bayern richtig zu schlagen? Gar nicht. Jörg, dein erstes Mal im Stadion war der 24. April 1974 als Zehnjähriger mit 35.000 anderen, und zwar gegen Sporting Lissabon. Welchen Stellenwert hast du denn damals gespürt von Heinz Krügel? Ja, für uns waren das natürlich schon die Helden. Ich war ja damals im Endeffekt, wir sind 73 nach Magdeburg gezogen. Und dann ist man in der Saison 500 Meter vom Stadion entfernt natürlich auch nicht drum hingekommen, FCM-Fan zu werden. In der Schule gab es also jeden Montag nur Gespräche über den FCM und Bundesliga. Das war normal. Jeder ostdeutsche Jugendliche hatte ja eine Ostmannschaft und eine Westmannschaft. Und dann war es halt so, dass dann irgendwann die ersten Oberligaspiele kamen. Das erste internationale Spiel war tatsächlich das Spiel gegen Sporting Lissabon. Und 3 Stunden vorher im Stadion, 3-mal nass geregnet, weil es war ein grausames Wetter. Ja. Und wir hatten ja damals keine Dächer, gar nichts. Das war Katastrophe. Kein Vergleich mit heute. Ich glaube, zu den Bedingungen würde kein Mensch mehr ins Stadion gehen. Ja. Aber das Spiel selber war schon phänomenal. Und danach war Uli Schulze bei uns mal in der Schule und hat Autogrammstunde gegeben. Das gab es damals auch schon. Und war nahbar? Ja. Genauso nahbar wie heute. Nein, das war also, für uns waren das Helden. Das war so. Nicht der Europapokalsieg. Und das waren Helden. Das Spiel gegen Bayern dann auch in Magdeburg. Da hatten wir 2 Tage schulfrei, weil die Hallenser Reichsheitspolizei in unserer Grundschule untergebracht war, weil das Stadion ja hermetisch abgeriegelt war. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Mannschaft waren für uns einfach so ein Götter, klar. Und Heinz Krügel, als er dann entlassen wurde oder in die Wüste geschickt wurde, haben wir uns alle angeguckt, warum? Das hat keiner verstanden. Ja. Und die Begründung, die dann kam, war natürlich ein Hahn herbeigezogen. Man kannte das ja auch aus anderen Situationen. 76, da war auch so eine Zeit, wo im Endeffekt wieder die Zügelstoffe angezogen wurden. Also 74, 73, 74 war so eine Aufbruchstimmung auch in Magdeburg. Ja, das war schon irre. Ja. 1 Ja, bevor Uli Schulze 68 nach Magdeburg kam und die Nummer 1 im Tor wurde, waren die Oberliga-Torhüter Hans-Georg Mollenhauer, sicherlich auch in Altmark hier vielen bekannt, und Wolfgang Blochwitz. Und einen Tag vor einem Oberligaspiel rief Heinz Krügel die beiden zu sich und sagte, wir machen heute mal Torwarttraining. So, sie schauten verdutzt, also sie aufforderte, dass sich jeder 2 Eimer nehmen sollte. Während die Feldspieler im Hintergrund sich schon amüsierten, sind die beiden mindestens 50 Mal wie die Zauberlehrlinge immer hin und her gelaufen, haben die Eimer gefüllt und haben die vor der Torwartlinie ausgekippt. Und bevor sie dann das erste Mal dann die Bälle zum Halten bekamen, sagte Heinz Krügel zu ihnen, morgen könnte es regnen, darauf sollten wir eingestellt sein. Aber er war auch richtig zu allen gleich. Sparwasser zum Beispiel, Jürgen Sparwasser war ja damals auch schon ein Ansatz von 68, 69, ein guter Stürmer mit allem drum und dran. Und er hatte mal kein Hechtfluchkopfball gemacht, weil das musste, der hätte ein Tor machen können und hat es nicht gemacht mit dem Bein rein. Jürgen, wissen Sie, warum machen Sie keinen Hechtfluchkopfball? Der Rasen ist weich, der war nass, Sie rutschen, springen Sie mit dem Kopf rein.
Nächste Woche, 3 Tage lang, hey, Flugkopfbälle. Ja, bei mir auch die Bälle fangen, alle waren da gleich. Oder Hermann Stöcker hat mal, ich weiß nicht gegen wen, einen Ball praktisch auf der Linie und drüber geschossen. Zum Spaß. Er sagt, Hermann, wir machen mal einen Spaß. Alle herkommen, stellt euch rum ums Tor. Du, irgendein Spieler wird er bestimmt, du tauzt den Ball dir auf die Linie und Hermann, du versuchst dir über das Tor zu schießen. Du hast 10 Versuche. Ich garantiere, du schießt nicht einmal drüber weg, immer ins Tor. Und wirklich 10 Schüsse, alle reden. Als Gag. Und wir haben alle gefeiert, aber wir hatten ja trotzdem gewonnen, war unabhängig davon. Aber so war eins. Andreas, wenn du das hörst, kannst du dir eigentlich was mitnehmen. Eine Woche lang nur Flugkopfbälle wäre ja auch mal ein neues Element, was man im ersten FC Magdeburg einführen könnte. Flanken wäre noch besser. Ich hätte nur die Frage, ob es dann wirklich geregnet hat. Hat er das auch gewusst? Also hat es am nächsten Tag wirklich geregnet, als er die Aktion gemacht hat? Nee. Aber wie ist es hier für dich, diese Geschichten über damals und die damaligen Trainer und ihre speziellen Methoden zu hören? Ja, toll. Ich könnte nur hier sitzen und so wie ihr einfach stundenlang zuhören. Das ist fantastisch. Und es sind auch so viele Sachen sehr ähnlich noch wie heute, wie es vor 50 Jahren war. Natürlich muss der Trainer ein Psychologe sein. Natürlich muss der Trainer die Mannschaft führen. Natürlich hat der Trainer Spieler, die wiederum die Spieler dann am Platz um sich herum führen. So, das sind so viele Parallelen. Man wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr am Platz als Trainer einmal eine knallen. Ne? Das wäre heute natürlich... Oh, warte mal, ich glaube, der halt Uli Schulze, das muss ich jetzt ganz kurz mal dazwischen fahren, eine ganz besondere Geschichte, weil ich glaube, da wurdest du ja mal motiviert von Heinz Krügel, ja? Ja, natürlich. War für mich kein Thema. Er hat mich auch gerne runtergehalten. Ich hing so, platsch, so. Als ich eine sitzen, ich habe den angeguckt, Trainer. Ja, haben Sie mich verstanden? Ich sage, klar. Aber sonst, das Spiele sagen immer noch das Gleiche. Ne? Darf man nicht vergessen, alles für ein bisschen schneller und ein bisschen kräftiger geworden. Aber trotzdem sind da so viele Parallelen und das ist ganz toll, was man da alles erfährt hier. Es gibt ja so alte Filmbeiträge, da sieht man halt, wie Heinz Krügel dem Greenkeeper, wie man es heute sagt, oder dem Platzwart früher erklärt, wie er den Rasen zu mähen hat oder auch dem damaligen Zeugwart erklärt hat, wie er eben die Trikots bereitstellen muss. Das ist also schon eine ziemlich penible Angelegenheit für ihn gewesen. Macht Christian Tietz, machst du das selber? Der Rasen ist schon maßgeblich wichtig, wie das Spiel verläuft, gerade mit unserer Art heute zu spielen. Sind wir happy über jeden guten Platz? Das wissen wir, das wissen die Gegner. Und sind natürlich da bemüht. Wir hätten gern immer den bestmöglichen Platz, nicht nur fürs Spiel, sondern auch fürs Training. Ja, wie gesagt, das war damals so, ist heute nicht anders. Und nicht nur wir beschweren uns dann, wenn der Platz nicht gut war. Ich habe die Bayern angesprochen, da hat man ja jetzt auch schön gehört im letzten Spieltag, wie happy die über die Platzverhältnisse in Augsburg waren. Also ist heute so wie früher. Wie habt ihr da den Krügel wahrgenommen, wenn er dann wirklich dem Platzwart erklärt hat, wie er seinen Job zu machen hat? Ach, der war ja persönlich denn dabei. Wie hieß er? Heinz Dänecke, ja. Du musst den so mähen. Gerade schräg, der hat ihm erklärt, wie er zu fahren hat. Nicht so wie heute, setzt sich drauf und da ist eine Breite, der ist so hinterherlaufen. Das gab es ja noch nicht damals, die Großen. Aber später haben wir auch die Trecker gehabt. Aber vorher ist ja diesen großen Platz mit so einem kleinen Handrasenmäher losgemacht. Der hat Montag angefangen und war Donnerstag fertig. Er hat auch vor jedem Punktspiel wurde der Rasen gewalzt. Aus einem ganz einfachen Grund. Es ist nicht so ein Untergrund wie heute. Da gab es alles nicht. Nur damit er eben war und platt war. Wurde der gewalzt hin und her, bis das glatt war wie ein Teppich. Wirklich. So. Ihr habt ja vorne schon erzählt, dass euer Kader natürlich kleiner war, der Staff war viel kleiner. Warum seid ihr aber damals trotzdem so gut klargekommen? Ich meine, ich glaube, da gab es mal eine schwierige Situation, 69, mit Mollenhauer und dir, als ihr beide nicht spielen konntet. Ach ja, stimmt. Aber ansonsten hat das ja trotzdem irgendwie immer funktioniert. Ja, ich habe es schon vorhin gesagt, wir waren fit, wir haben 6 Wochen Vorbereitung im Sommer gehabt, 6 Wochen in Wintervorbereitung. Also wer da nicht fit war, der war irgendwie krank, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen gab es auch keine körperlichen Schäden, außer dass mal Detlef Engel zum Beispiel tragisch Schien- und Wadenbeinbruch, 2-mal, einmal beim Nachwuchsspiel U21 in Belgien und dann nochmal zu Hause in Karl-Marx-Stadt und damit seine Karriere beendet. Leider. Und ansonsten hatten wir nicht. Aber heute haben die Jungs alle schon, ich glaube, ich bin der Einzige, der noch keinen ersetzt hat.
Was hat er gesagt? Du bist immer noch total fit, hat er gesagt. Ja. Mit E geschrieben, das fit, ja. Nee, aber der Trainer ist ja dabei. Er sieht ja das. Ich kann heute noch nicht verstehen. Ich bin ja noch in der Materie, weil ich ja nur immer noch gucke. Wir sind ja ein bisschen fußballverrückt. Ja, dessen Spieler, der mal pausiert hat, nach 70 Minuten sagt, der hat keine Luft mehr. Das kann ich nicht nachvollziehen. Die machen nichts anderes und trainieren. Das haben wir auch nur gemacht. Wir haben ja auch nicht gearbeitet. Wir waren Staatsamateure, sind bezahlt worden nach unserer... Ich war Maschinenbauingenieur, ich bin bezahlt worden als Ingenieur vom damaligen Ernst-Thema-Werk. Aber wir haben jeden Tag trainiert. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich, wenn ich mal 3 Tage nicht trainiert hätte, dass ich nicht fit war. Mich musste es nach 90 Minuten abstellen. Ich wäre weitergelaufen. Stellen wir doch die Frage mal an, Andreas. Warum ist das denn so? Ich denke, wenn ein Spieler 3 Tage nicht trainiert, dann wäre das nicht das Problem. Aber wenn ihr mal 4 Wochen, 5 Wochen nicht trainiert habt, weil er eben raus war, verletzt war, krank war, das warum auch immer. Das ist der Unterschied. Gut, da haben wir es doch schon. Ja. Das Spiel ist ja heute auch, ist noch schneller geworden. Ganz ja. Aber eins ist damals auch bei uns passiert. Der Ball ist auch schnell gelaufen durch unsere Reihen. Zumindest in guten Spielen, nicht in dem Endspiel. Also, das war eine ganz andere Kanone. Aber wir hatten ihm, Wolfgang, dann Wolfgang. Pumme und mit Axel, das war ein Mittelfeld, also ganz ehrlich gesagt. Die beiden waren ja, und die haben ja immer, ich bin Johann Cruyff und ich bin Piet Kaiser. So haben die gespielt. Das war immer ihre, ja, okay. Das waren ihre Idole, ihre Vorbilder. So, und wenn du dann auch noch in Barcelona mal gespielt hast und hast gegen Cruyff gespielt, das ist natürlich eine Hausnummer, ganz ehrlich gesagt. Da freut man sich. Da erzählt man heute noch von. War dann mal mit einer Juniorenmannschaft in Barcelona so ein Turnier teilgenommen. Da haben wir ein Stadion rund Besichtigung gemacht, da in Barcelona. Und auf einmal kommt einer an, ganz aufgeregt. Trainer, kommen Sie mal hier. Das sind Sie doch. Ich sage, ja, wir haben 74 gespielt, haben 2-1 verloren. Oh, gegen Cruyff, ja. Ich sage, ja. Der hat doch einen reingelaut hier in die Bude. Aber ist egal. Paul, wie habt ihr denn das Clubgebilde von damals wahrgenommen mit dem Clubvorsitzenden Herbert Groth? War das eher ein Mann für den Hintergrund? Er hat sich ja stark gemacht für Heinz Krügel. Hat er sich viel eingemischt in die sportlichen Belange? Also ich muss sagen, der Trainer Heinz Krügel und der Herbert Groth als Clubvorsitzender hieß es ja damals, die war in einem Kuchen. Die haben sich ergänzt beide. Er hat das Wirtschaftliche gemacht. Krügel hat sich nur um die sportliche Tätigkeit, dieser hat sich um die Spieler gekümmert. Das muss da sein. Da haben wir ein paar Leute gehabt. Nicht heute, ist ja ganzer Stab bei euch. Ist alles machbar. Bei uns war das früher nicht so machbar. Aber wir waren auch, ich sag mal, ich habe das schon mal erzählt, wo ich hier war. Wir waren damals eine Gemeinschaft, Freunde. Freunde müsste sein, das waren wir damals, das sind wir heute noch. Ich habe gesagt, unsere 74er-Mannschaft, nicht nur 74, sondern zwischen 70 und 80, wir treffen uns heute immer noch. Wir sind noch 10 Spieler mit unseren Frauen gemeinsam und treffen uns einmal im Jahr immer zusammen. Das gibt es heute nicht mehr. Weil erstmal, der eine kann kein Deutsch, der andere kann kein Englisch. Das ist schwierig heute als Trainer. Die Fluktuation ist natürlich auch heute höher. Ja, und ich habe auch einmal gesagt, wenn das Spiel nochmal aufläuft, dann immer so immer vor dem Spiel. Da habe ich gesagt, ja, der guckt wegen seinem Herz für den Verein. Nee, der guckt, ob seine Brieftasche noch da ist. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Und das ist das, was mich ein bisschen abstößt. Die Zeit ist halt fortgeschritten. Ja. Ich sag, wir waren damals alle aus einem Bezirk. Das ist ja, muss man sich überlegen, im Bezirksauswahl. Ja. Von hier, von Stendal, von Garlepp, was weiß ich, bis nach Stapelburg oder Wegeleben und so. Das ist ganz anders gewesen. Das ist auch richtig zusammengewachsen. Wir 6-7 Alten und die 6-7 jungen Leute. Hat gepasst. Jörg, was bedeutet es dir denn, in diesem besonderen Jahr, diesen 50 Jahren, dem Verein vorzustehen? Ich empfinde schon das große Ehre. Das hätte ich mir auch nie erträumen lassen. Das war im Endeffekt, man kommt jetzt zu so einem Amt nicht durch Zufälle, oder sind schon Zufälle, aber nicht, man strebt das ja nicht an. Also man kommt nicht auf die Idee und sagt, man will Präsident vom 1. FC Magdeburg werden. Das war im Endeffekt einfach so, dass Peter Fechner damals einen Nachfolger suchte und mich aufgrund meiner Arbeit als Hygienebeauftragter angesprochen hat. Sagte, Mensch, du hast die Zeit, du hast die Möglichkeiten, du schaffst ja offensichtlich das neben dem Unternehmen auch noch hier zu arbeiten. Könntest du dir vorstellen, Nachfolger zu werden? Ich sagte, nein. Hat mich angeguckt, ich sage, nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Weil im Endeffekt erstmal, ich habe ja keinen Sportbezug, oder zumindest jetzt keinen Fußballbezug. Sport schon, aber keinen Fußballbezug. Außer Fan. Und dann im Endeffekt konnte ich mir das einfach nicht vorstellen, dass ich dafür die eigene Persönlichkeit bin. Ja, und dann wurde so, glaube ich, 1,5 Jahre,
mehr oder weniger an mir gezerrt und gefragt und gesprochen. Und ja, und dann irgendwann habe ich gesagt, okay, wenn das Präsidium das auch so mitmacht und das Präsidium auch so bestehen bleibt, wie es besteht, dann könnte ich mir das vorstellen. Und das haben die Kolleginnen gesagt. Gut, Simone Boris ist ausgeschieden, als sie das Amt übernommen hat, als Oberbürgermeisterin. Aber das restliche Präsidium ist da und ist auch ganz wichtig, weil viele denken ja immer, da steht der Präsident und der macht das alles alleine. Das ist absoluter Blödsinn, das ist absolutes Teamwork. Ja, das ist ähnlich wie im Trainerstab. Ja, es ist also keine One-Man-Show. Ja. Und also ich bin unglaublich stolz, Präsident sein zu dürfen. Und das auch gerade in dieser Zeit noch. Und das macht auch unglaublich viel Spaß, obwohl es sehr viel Arbeit ist. Weil natürlich wurde ich angelogen. Es war also nicht so, dass es so viel Arbeit ist wie beim Hygienebeauftragten. Das waren so ungefähr 10 Wochenstunden. Im Moment ist das locker ein Halbtagsjob. Ja. Und das ist, teilweise geht es an die Grenzen. Also meine Familie, ich sehe meine Frau selten. Ja. Ich bin diese Woche wieder jeden Abend bei Veranstaltungen, FCM-Veranstaltungen, nicht Firmenveranstaltungen. Und ja, das führt dann auch zu Reibereien. Man muss auch viel Verständnis in der Familie haben, sonst geht das nicht. Aber ich glaube, da unterscheidet sich das Präsidentenamt nicht wirklich von einem Traineramt oder auch nicht das Amt von irgendeinem Spieler, dem es eh nicht geht. Ja, weil die Öffentlichkeit sieht ja immer, sieht nur den Moment, wo wir in der Öffentlichkeit stehen. Das heißt, bei einer Veranstaltung, bei einer Mitgliederversammlung oder im, als Fußballspiel. Ja, die spielen ja, ich mir den Trainingsplan angucke, so möchte ich mal arbeiten. Wird ja oft vergessen, dass da noch individuelle Einheiten eine Rolle spielen, dass die Fitnesseinheiten machen, dass sie auch Behandlungen durchführen und so weiter und so fort. Sie trainieren da so 8, 9, 10 Stunden. Das sind 8, 9, 10 Stunden beschäftigt. Ich will nicht sagen, trainieren im Sinne von Hochleistungssport. Das ist ähnlich auch bei den Trainern. Es ist nicht so, dass die früh um 9 ins Büro gehen und um 3 wieder nach Hause gehen. Ja, weil sie dann abends in Videoauswertung machen, Gespräche führen und so weiter und so fort. Und das ist schon, man muss dafür Leidenschaft haben und auch Zeit investieren. Aber es macht natürlich Spaß und ganz ehrlich, also das ist so, wenn mir irgendwann mal erzählt hätte, so Anfang der 70er Jahre, du bist im 50. Jubiläumsjahr Präsident des ersten FC Magdeburg, ich hätte den angeguckt und gesagt, du hast eine Meise. Ja, das hätte ich mir nie träumen lassen. Andreas ist ja hier beim 1. FC Magdeburg, um die Offensivqualität zu verbessern. Wir haben es ja vorhin schon gehört und du hast ja auch ein Buch geschrieben, wie man die Chance auf eine Torchance eben erhöht. 2-1 heißt das, hast du zusammengeschrieben mit einem Ex-Nationalhockeytrainer Bernhard Peters. Finde ich ganz spannend, dass ihr euch da gefunden habt. Und Julian Nagelsmann und weitere Trainer wie Klinsmann, die waren ja total begeistert von diesem Buch. Und die Grundlage, du auch, Uli. Ich komme gleich zu dir, aber was nimmst du da heute noch raus aus diesem Schriftwerk? Ja, hauptsächlich nehme ich raus, dass für die Trainingsarbeit ist für mich ganz wichtig, immer beim Spiel anzufangen. Ich gucke mir an, was passiert im Spiel, was können unsere Jungs gut zuallererst mal, was können wir noch verbessern, um mehr Tore zu schießen. Und der Aufhänger dieses Buchs war immer, dass es uns so geärgert hat, dass es ganz oft heißt, naja, wir spielen den Ball nach vorne und vorne hilft der liebe Gott. Oder es ist ganz schwer zu trainieren, wir spielen einfach den Ball nach vorne und dann hilft die Kreativität des Einzelnen. So, ja, das hilft natürlich immer, wenn da gute Spieler sind, als wenn da schlechtere Spieler sind. Aber man kann alles an dem Spiel trainieren. Man kann trainieren, mehr Tore zu schießen. Natürlich kommt man nicht heute, trainiert das zweimal und morgen schießt auf einmal mehr Tore. So ist es nicht. Das wünscht sich natürlich immer jeder. Aber das ist wie bei allem, wenn wir eine neue Sprache lernen oder wenn wir eine Fähigkeit erlernen wollen, das dauert Zeit. Viel, viel, viel Zeit. Und was ich mitnehme, ist eben, ich gucke genau das. Ausgangspunkt ist das Spiel. Was passiert im Spiel? Und versucht dann ein Training so zu gestalten, dass es möglichst genau so das abbildet, was im Spiel passiert. In der Hoffnung, dass sie das brauchen am Wochenende. Soweit sollte jeder mitdenken können, dass es genau ist. Jeder Spieler findet sich auf seiner Position, in seinem Raum, in dem Aktionsradius, in der Geschwindigkeit, die es zum Tor geht. Und unsere Jungs können den 10-Meter-Ball quer spielen und rüberspielen und wieder den nächsten anspielen. Aber wo es entscheidend wird, ist, wenn es dann in den dynamischen Situationen Richtung Tor geht, da geht es dann kaputt. Ne? Wir hatten darüber gesprochen. Ah, da hat er doch kurz den Moment zu schießen. Oder hier der letzte Pass. Und dann ist es eben meine Aufgabe und meine Idee von der Trainingsplanung ist, das im Training den Jungs wiederzugeben, diese Wiederholungen darin, in dem Wissen, sie dann auf das Spiel vorbereitet zu haben. Und häufig heutzutage hat man Zugriff auf alle möglichen Medien und kann sich überall mit einem Klick eine Trainingseinheit vom FC Barcelona angucken und von da und von den Top-Trainern und die einfach so wiedergeben. Und was mir da eben häufig fehlt, ist
dass die Spielnähe nicht gegeben ist. Und es sind lustige Übungen, gute Übungen, die machen Spaß. Und wir hatten das damals immer wieder gesagt, so Top-Teams, so gute Spieler, die gewinnen häufig auch mal, obwohl sie Dinge im Training machen und nicht, weil sie Dinge im Training machen. Und das Wissen wollten wir damit vermitteln, zu sagen, haltet euch ans Spiel, guckt, was im Spiel wirklich passiert, wie könnt ihr das wieder trainieren, und dann wird es besser. Und da gibt es genug das Wissen, so große Studien zu und alles Mögliche zu. Wenn man ein komplexes System verbessern will, dann macht man das in der Komplexität und versucht das nicht in seine Einzelteile zu zerlegen, bis am Ende nur noch eben da ein Ball ist und man schießt ihn dann ins leere Tor. Das hat nichts mit dem komplexen Spiel zu tun, mit den Entscheidungen, die Spieler damals getroffen haben, die sie heute treffen. Und das nehme ich hauptsächlich mit, ja. Ich glaube, Uli kann das total fühlen, ne? Weil du bist ja quasi Trainerkollege, wenn man so möchte. Warst du hier bei Lok Stendal auch? Das muss eigentlich, muss das schon ganz unten passieren. Das 2-1, zum Beispiel, ich war 10 Jahre lang in FC Ingolstadt in der Fußballschule, in ganz Deutschland, in Belgien sind wir, in Ungarn sind wir, in China sind wir, in Mexiko sind wir und. Und das sind solche Spielformen, die spielen eine absolute Rolle, weil du kannst immer mit 2-1 einen Spieler ausspielen, ruckzuck. Und das ist ideal. Früher haben wir immer gesagt, mit Direkt- und Doppelpass machen wir den Gegner nass. Und so hier ist es mit dem 2-1 ist genauso. Das musst du, wenn es geht, ganz unten anfangen. Wenn die schon den Ball kullern, muss das schon passen. Wo steht denn der FCM gerade, was das Offensivspiel angeht? Also was meinst du, was hast du für Impulse da reingebracht? Offensivstandards sind ja so ein großes Sorgenkind bei Blau-Weiß. Ist das? So. Ja, das ist natürlich immer... es gibt viele Kader in der zweiten Liga, die sind schon im Recruitment total auf Standardschützen oder auf Größe ausgelegt. Das kann man ja offensichtlich sehen, das ist bei uns erstmal nicht so. Das heißt, unsere Aufgabe ist gerade bei offensiven Standards. Wir müssen ja, um gefährlich zu werden, aus jeder Standard nicht nur einen Kopfball kreieren, weil ich glaube, wir hatten jetzt mal die Saison ein Kopfballtor durch Herbert Bockhorn zu Hause. Davor lag das 1,5 Jahre zurück. Das heißt, für uns ist so eine Standardsituation ein bisschen kniffliger, weil wir eben einen Schuss kreieren müssen. Und wenn das so einfach wäre, würde es jeder machen. Und deswegen versuchen wir da nach und nach eben uns zu verbessern. Unsere Werte sind deutlich besser geworden, was die erwarteten Chancen bei Standards angehen. Aber am Ende will natürlich jeder, ich auch, die Spieler auch, immer dieses eine Tor sehen oder diese 2 Tore oder dann ja am besten jeden Spieltag ein Tor. Das würde uns natürlich so helfen, wie allen anderen auch. Aber das kann man verstehen, dass wenn eben ein Kader erstmal nicht nur danach gescoutet wird, ich brauche jetzt einen, der einen super Standard schießt und dann holen wir noch fünf Jungs rein, die irgendwie 1,95 sind und wuchtig sind, ja, dann ist das Standardtraining etwas einfacher erstmal, als wenn wir so eine Kaderstruktur vorfinden, wie wir sie haben. Deswegen versuchen wir da besser zu werden in den Stärken, die wir haben. Und deswegen gibt es bei uns mehr kurze Ecken, weil wir wissen, wenn wir den Ball vors Tor spielen. Aber ich fand gerade die lange Ecke von Emici, glaube ich, war es, auf Hugonet war ja auch mal ganz geil und nicht immer diese kurz ausgespielten. Ja, wir wissen ja, was bei uns Stress erzeugt, also nehmen wir das, um die Chance zu erhöhen. Hat man sehen können, das ist eine Idee dahinter, man bringt viele Leute in den Raum vor dem Torwart, dass der schon mal nicht der große Faktor ist, den Ball runter zu pflücken. Man erhöht das Stresslevel bei den Gegenspielern. Wir trainieren daran, diese Zone dann auch gut zu treffen, so wie das Savi gemacht hat am Wochenende. Und ich will nicht sagen, Jean kam nach dem Spiel zu mir und hat sich entschuldigt, aber er hatte gesagt, den kann ich machen. So, also ja, er hat ihn nicht gemacht, aber es ist eine Chance, die wir kreiert haben. Und das ist das Schöne an Standards. Aus dem Spiel heraus braucht man viele gute Entscheidungen, um endlich mal einen Torschuss zu kreieren. Bei so einem Freistoß oder einem Eckball oder auch einem Einwurf in der vorderen Hälfte ist man meist halt nur noch diesen einen Pass entfernt von der Torchance. Und deswegen macht es Sinn, dass wir uns da die Arbeit aufteilen und ich mit den Jungs da den Fokus drauf habe. Andreas hat es ja schon gesagt, Paule, heutzutage ist ja quasi fast alles verfügbar, also selbst für die Medien. Wir können nach den Spielen alles Mögliche abrufen an Daten zu jedem einzelnen Spieler. Wie viel Wissenschaft und Technik steckte denn in euer Spiel damals? Gute Frage. Was soll ich darauf antworten jetzt, wissenschaftlich? Wir haben auch an der Tafel alles erklärt bekommen. Der Trainer hat gesagt, wie heute, die Worte, die heute fallen, wir spielen hinter der Kette und bei uns hieß das anders. Ja. Ich spiele mit einem offensiven Mittelfeldspieler, mit einem defensiven, heute spielst du mit einem Sechser, mit einem Achter.
ist dafür nicht viel mit dem Zehner. Ja, und viele sind daran gebunden, was ich immer sage. Jeder Spieler hat seine Position, aber ich sage immer, in bestimmten Dingen kann ich auch mal meine Zone verlassen und sage, ich spiele anstatt auf der 6 mal der 8, spiele nach vorne. Und das ist heute, glaube ich, Stereotyp, dass vieles so jemand wird, ich darf nicht weiter vor. Oder ich kann nur auf dieser Bahn spielen, wo ich jetzt bin. Das finde ich eben zu einfach jetzt, sage ich. Das Wort hinter der Kette, das höre ich ja im Fernsehen 20.000 Mal im Spiel. Was heißt das hinter der Kette? Wir sitzen ja auf. Wir haben früher im 4-2-4 oder WM, wie gesagt, heute sind wir spielen im 4-3-3 oder wir spielen 5-3-2. Herrgott nochmal. Das macht ja das Spiel heraus. Der Trainer wird das sagen, ob der Spieler das im Spiel umsetzt. Das ist die Frage. Ich weiß es nicht. Du kennst dich da besser aus. Ich sehe es nur im Fernsehen und sage, du, was hat denn der für eine Aufgabe? Ich frage mich manchmal. Wenn wir den Ball haben, geht es ums Tore schießen. Wenn die den Ball haben, geht es darum, das Tor zu erreichen. Das ist immer noch dasselbe. Ich bin ja nur immer noch blau-weiß und sage, für mich ist das Spiel für Magdeburg, ich habe am Anfang gesagt, kann ich sagen, ich habe mich geirrt, das Spiel mit um Aufstieg am Anfang der Serie. Das war meine aufgrund der letzten Serie. Die ist jetzt nicht eingetroffen, aber ich sage, sie spielen mir zu lange, jeder Gegner, wenn ich das jetzt am Wochenende gesehen habe, die spielen zu Hause im eigenen Stadion. Und die beiden Stürmer des Gegners stehen in der eigenen Hälfte. Wie soll ich da denn noch ein Spiel aufmachen? Der Raum ist zu überall. Also, du siehst das anders. Ich sehe es aus meiner Perspektive und sage, es muss irgendwie etwas schneller nach vorne gehen. Ja, und vor allen Dingen über außen. So ja. Grundlinie. Nein, wir haben uns vorhin gerade unterhalten. Du möchtest das doch auch. Das ist doch ganz normal. Wenn ich finde es super, was Stürmer, Andreas heute alles für Input hier mitnimmt. Wenn ich als Stürmer 10-mal 1-1 gehe und komme 5-mal vorbei zur Grundlinie, dann sind das 3 Tore, mindestens 2 Tore. Wenn ich den Kopf umhabe, zurückspiele oder was weiß ich mache oder einfach nur reinknalle. Es ist so. Das fehlt bei mir. Wir hatten das Beispiel Bell. Da kommt einmal geht der 1-1 in der Grundlinie und fängt doch noch hinter das Tor. Hey, da frage ich mich, der ist ein Rückwärtsspieler. Was war messbar damals und was war irgendwie so ein bisschen abgedriftet. Was Einig. Ja, sehr schön. Das war gut, dass er unterbrochen hat. Er hat es hervorragend verstanden, egal welche Mannschaft er trainiert hat, die auf die Gegner einzustellen und ihren Ehrgeiz und ihren Kampfeswillen herauszufordern. Eine Episode gab es zum Beispiel vor dem EC-Halbfinalspiel in Lissabon. Heinz Krügel stand an einer langen Tafel und hinter ihm war ein Bild, was verdeckt war durch eine Tischdecke. Und er predigte seinen Spielern, Freunde, ihr müsst kämpferisch alles geben und bissig sein. Zur Untermauerung seiner Forderung riss er das Tischtuch vom Bild und dahinter erschien ein großer Tiger mit fletschenden Zähnen. Im Übrigen, Uli Schulze war der Held des Abends mit zahlreichen Glanzparaden und hielt auch noch einen Elfmeter von Dines. Und damit hatten wir natürlich für das Rückspiel in Magdeburg die besten Voraussetzungen, um dann auch ins Endspiel zu gelangen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass jede Menge Altmark auch in der 74er-Mannschaft steckte. Klaus Decker aus Diesdorf, Wolfgang Abraham aus Osterburg, Hans-Jürgen Herrmann aus Gahl, Co-Trainer Konzak, ihr habt es schon von erwähnt, war mal Trainer bei Lok, Günter Behne, der Mannschaftsleiter, Spieler in Ständer und der beliebte Masseur, Hänschen Weber, ist gebürtiger Tangermünder. Uli, du hattest ja hier auch in den vielen anderen Stationen eben eine Station bei Lok, Altmark, Ständer. Wie viel Krügel steckte denn in Uli Schulze? Ja, man hat sich mal, ab und zu hat man sich immer erwischt, ey, das war das, weißt du, oder war das als Krügel? Nee, ehrlich. Aber ich muss hier, das eine Jahr, wo ich hier war, wir hatten eine richtig gute Rückrunde, muss ich sagen. Am Magdeburg auch 2-1 hier geschlagen, nur mal nebenbei. Und dann kam aber dieser große Zusammenschluss. Das heißt also nur drei Ligen, also erste Bundesliga, zweite Bundesliga. Und darunter 3 Ligen, der ganze Nord, der Westen und der Süden. Oder Südwesten und der Westen. So, und da die ganzen Spieler, die ziemlich alte Spieler, die ich da hatte, außer 3-4 junge Leute, die haben gesagt, das schaffen wir nicht, wir werden nie Siebter. Also Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, die 6 Bundesländer, West-Berlin, alle dazu.
So, das sollte dann eine Oberliga werden. So, und finanziell war es auch nicht möglich, ganz ehrlich. Komm, du fährst ja von nach Bremen, du fährst nach Blauen, du fährst ja was nach Cottbus und auf der anderen Seite noch, sag ich mal, nach Hannover oder was weiß ich, was wo ich bin. Das war einfach nicht machbar. Und die Spieler haben selber gesagt, das schaffen wir nicht. So, und da überlegst du natürlich als Trainer, was machst du? Und da haben wir gesagt, gut, wir müssen gucken, dass wir noch ein paar junge Leute rankriegen. Erstmal hatte ich da noch zwei richtig gute Russen, muss ich dazu sagen. Der ist dann nach Erfurt gegangen und wollte wahrscheinlich mein damaliger Geschäftsführer nicht haben, weil er ein bisschen Konkurrenz gewittert hat. Aber das war egal. Mit den beiden hätten wir auch was machen können, aber das war nicht. Und dann habe ich zwei junge Leute aus Halle geholt. Die haben sie mir auch noch ein Vierteljahr gesperrt, wie das immer so war früher. Nein, die gehen nicht, das sind Juniorenspieler. Die kriegen sie nicht. Na, und hast du mal was versucht, ist da ganz normal. Hast du den jungen Bengel hinten drinnen spielen lassen, sagen, das ist der Blöde, wie kann der sowas machen? Krempler hat immer hinten gespielt, nur ein Beispiel. Aber du wolltest halt ein paar Impulse setzen. Aber das ist mir dann nicht gelungen und dann bin ich halt gegangen. Das passiert öfters mal. Ja. Aber wurde gegangen. Hast du Erfolg auch so manifestiert, wie Heinz, hast du Erfolg auch so manifestiert, wie Heinz Krüger das gemacht hat? Also in dem eigenen Glauben einfach daran und dir natürlich selbst und den Spielern, ja, gesagt, klar, dass ihr natürlich das natürlich könnt? Ja. Eigentlich habe ich immer Mannschaften trainiert, die oben waren. Aber Ständer war es nicht so. Aber wie, egal. Wie war es in Albanien? Ja, das ist ein ganz anderes Thema. Die wussten erstmal gar nicht von Viererkette, es war ein Traum. Ich hatte zwar vier Nationalspiele, die kamen gar nicht klar damit dahin. Der Präsident war noch schlimmer, der hat ja das vierte Spiel, da haben wir 1-1 gespielt, auswärts irgendwo auf so einem Dorf. Und er sagt am nächsten Tag, ich mache jetzt eine Sitzung hier. Ich sage, was willst du denn erzählen? Ja, lass dich überraschen. Haben wir Kapitän abgesetzt, rumgebrüllt. Und ich sage, das kannst du doch nicht machen jetzt. Was machst du hier mit mir? Das geht nicht. Nebenbei sagt Lutz Pfannenstiel, kennst du. Der war mein Torwart damals. Und ich sage, das geht doch gar nicht. Ich habe mir einen Kapitän genommen, der hat mich gerade abgesetzt. Was willst du mit mir reden? Ich sage, komm, erzähl nicht so Mist. Ich sage, ich habe dich nicht abgesetzt. Der hat dich abgesetzt. Für mich bist du mein Kapitän. Und solange ich der Trainer bin, bist du auch der Kapitän. Der sollte mit der Binde auflaufen, hat er mich fertig gemacht, hat zur Halbzeit. Ach ja, auf. Nee, das war rund und bunt, aber wir haben gut trainiert. Ich habe ein Beispiel nochmal. Er hat, das ist auch typisch für so eine ausländische Mannschaft, zumindest damals in Albanien. Der hat einfach, hat mich geholt, hat gesagt, so, passen Sie auf, das und das, gehen Sie da mitgehen. Ich sage, mache ich, okay. Unterschrieben, Vertrag unterzeichnet, alles in Ordnung. Da verkauft er mir die beiden, wir hatten zwei Nationalspieler als Stürmer. Zwei Nationalspieler, einer 28 und einer 19. Richtig, haben richtig gut zusammen harmoniert, ich habe mir da ein paar Spieler angeguckt. Verkauft er einen ersten Konkurrenten an FK Tirana und diese 600.000, die er eingenommen hat, damit hat er die ganze Serie finanziert. Der hat nicht eine einzige Mark aus seinem Portemonnaie genommen. Nicht eine Mark. So. Und da sage ich, was soll ich denn hier noch? Ich kann nach Hause fahren, ich werde nicht Meister, wenn du mir die beiden verkaufst. Oh, wir finden schon Welt. Jetzt sag, dann kam einer, Skerdi Besale, also in Hannover, eine deutsche Frau, ist auch in Hannover auch Trainer, unterklassige Gemeinschaft, der Verbandsliga oder was weiß ich, aber egal. Der kam, 35 Jahre. Das ist auch Trainer, weißt du, warum ich hierher gekommen bin? Ja, ich sage, weiß ich nicht. Das sagt er ganz einfach. Ein deutscher Trainer trainiert zweimal am Tag. Wenn ich bei dir ein Jahr nur trainiere, dann habe ich noch 2 Jahre Vertrag woanders. Dann bin ich so fit, dann kann ich noch spielen. Ich sage, wunderbar. Ich sage, wir brauchen noch einen zweiten Stürmer. Ich habe da noch einen, ganz oben in den Bergen. Ich sage, wo hast du den her? Der kam runter, hat mich angeguckt. Ich sage, das kann ja nicht wahr sein. Wieso habt ihr den weggeschickt von seinem vorherigen Verein, wo er war? Ja, der kam mit dem Präsidenten nicht klar, immer dasselbe. Da wollte ihm zu wenig geben, 20.000 Leck. Ich sage, hey, das geht doch gar nicht. Was ist denn hier los? Und der kam und wurde später Nationalspieler, spielt heute noch im Iran. Ja, so, das sind so die Geschichten. Und dann stehst du da, und sagst, oh, pum. Ich habe mir immer selber meine Jobs besorgt. Ich habe keine gehabt. Voller in Stenner ist es auch schön, du musst nicht weg. Nee. Doch, ja. In Stenner habe ich sehr lange gespielt. Mhm. Ich muss sagen, war auch eine schöne Zeit. Einige, ne, kenne ich jetzt hier keine von, aber ich habe hier Ü32 gespielt, Ü50 gespielt. Ich habe noch Punktspiele hier in der Halle gemacht, bis ich 72 war. Da musste ich aufhören. Dann hat es nicht mehr gereicht. Aber sonst hier mit, wir haben noch einen Verwandten hier bei mir, den Jungen der Berlin, mit denen habe ich den auch noch zusammengespielt. Das war mein größter Fehler, aber es macht ja nichts.
Andreas, wir haben ja gerade schon so ein bisschen verrückte Geschichten aus dem albanischen Raum gehört. Du warst in den USA. Ich könnte mir vorstellen, dass es da ein bisschen geordneter abging, was so das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler angeht. Ja, das war ganz spannend zu beobachten, weil man kann sich das nicht vorstellen, bevor man nicht wirklich da ist. In Amerika grundsätzlich ist ja das ganze System, auch Sport, etwas ganz anderes. Das heißt, hier gibt es Vereine, Spieler kommen hin und können für relativ wenig bis fast kein Geld an Jahresbeitrag Vereinstraining bekommen, während in Amerika ist Pay-to-Play, also im Grunde jeder ist für sich selbst verantwortlich und wenn ich irgendwo eine Trainingsstunde haben möchte, egal was im Grunde, dann bezahle ich dafür und zwar pro Stunde und nicht wenig, das heißt sehr privilegiert in den meisten Fällen für die Familien mit mehr Geld eben, die sich dann den Zugang da leisten können. Das heißt, so insgesamt ist diese Rolle zwischen einem Spieler und einem Trainer von sehr viel mehr Dankbarkeit geprägt, weil sie das zu schätzen wissen. Diese Dienstleistung, jemand trainiert mich, und so ein ganz tolles gesagt, jemand glaubt an mich und zwar, der sieht in mir viel mehr, als ich vielleicht selbst in mir sehe, wie euer Coach das ja hervorragend gemacht hat. Wie gerne hätte jeder von uns diesen einen Menschen in seiner, weiß ich nicht, in seinem Leben, in seiner beruflichen Laufbahn, in seinem Umfeld, dieser eine, der sagt, du kannst alles schaffen. Du weißt es noch nicht, aber ich weiß es, du kannst es schaffen. So, und dann wächst man über sich hinaus und jetzt hast du gefragt, was da anders war. Es war, nach jedem Training kam jeder Spieler, thank you, Coach. So, danke für das Coaching. So, das ist hier nicht so. Ich sage nicht, dass es hier so sein müsste, aber das war unfassbar Unterschied, ja. Wie empfindest du, also das kann man ja schon sagen, ich bin ja öfter bei euch beim Training und ihr führt ja da auch Diskussionen, ne? Also da ist ja nicht so quasi, dass immer nur gefolgt wird, sondern es wird ja auch öfter mal was in Frage gestellt. Wie empfindest du das denn? Ja, super. Ich will ja genau, am Ende treffen die Spieler auf dem Platz die Entscheidungen. Will ich natürlich auch, dass sie in dem Prozess des Trainings beteiligt sind, dass sie mal wieder Worte geben oder dass sie einfach sagen, das sehe ich anders. Wie traurig wäre das, wenn wir draußen stehen würden und sagen, du machst das und Ruhe. Ja, dann würden wir die Seele aus dem Spieler herausnehmen. Ne? Und am Ende wir hatten es vorher. Wir als Trainer können heutzutage so viel machen, bis zum Spieltag hin, aber sobald das Spiel losgeht, also wir sind an der Seitenlinie, selbst wenn an unserer Seite Barisch 10 Meter wegsteht, man kann ihm nichts sagen, also man kann ihm was sagen, aber er hört es nicht. Er hört es einfach nicht mit unseren Fans da im Rücken. Sobald das Spiel läuft, da kann man sich auf den Kopf stellen und alles. Jetzt, wer es gesehen hat, jetzt haben wir es bei der Einwechslung, gab es dann einmal kurz einen Zettel mit als Info, der dann kurz rumgeht. Bei Lukas Schuler Einwechslung. Genau, richtig. Aber ansonsten wollen wir genau das, dass die Spieler eigenständig ihre Entscheidungen treffen. Und das ist das Schöne in den USA. Im Grunde sind wir die Dienstleister. Wir sind auch die sie immer wieder pushen, weil jeden Tag diese Höchstleistung zu bringen, das kennen die wenigsten. Ich glaube, es gibt vereinzelt Jobs, wo man wirklich jeden Tag top, top performen muss. Aber wenn man um dieses 1% kämpft und jeden Tag versucht, ein bisschen besser zu werden in dem, was man echt gut kann, ja, dann braucht man hin und wieder den Trainer, der sagt, heute geht noch mehr. Da ist noch was drin, wir holen heute noch was raus. Weil sich jeden Tag selbst zu pushen und ja, morgens aufzustehen, laufen, wenn es regnet, boah, heute nicht. Oh, Torte. Nee. Ja, heute nicht. Reingekriegt. Andreas macht schon mit. Sprache, das Spiel der Spiele natürlich nach dem Europacup-Sieg war das Duell der deutschen Meister 1. FC Magdeburg gegen FC Bayern München im Herbst 1974. Und nach dem Hinspiel in München wurde Heinz Krügel in der Pressekonferenz gefragt, was denn der Linksaußen Martin Hoffmann kosten würde. Und Heinz sagte, wissen Sie, der studiert noch, spielt ab und zu Fußball. Und wir verschachern doch nicht die Leute, wir sind keine Araber. Und dann kam von ihm der Nachsatz, unter vier Augen könnte ich Ihnen schon einen Preis nennen. Die Münchner Abendzeitung schrieb damals, Heinz Krügel, Demonstrationsobjekt für ein Stück DDR. Ohne Mauer, ohne Stacheldraht, mit Spaß am Spott und am Sport.
Volkmar, du hast viele Anekdoten mitgebracht heute von Heinz Krüge. Was ist denn deine persönliche Lieblingsgeschichte von ihm, die er dir erzählt hat? Also ich hatte ja das besondere Glück, insbesondere im letzten Lebensjahrzehnt, einen sehr, sehr engen Kontakt als sein Biograf zu ihm zu haben. Und als 2003 seine Biografie Der Meistermacher erschien, bat er mich, als letzten Satz zu veröffentlichen, ein Zitat von Benjamin Franklin, einem der Gründerväter der USA. Ein wahrhaft großer Mann wird weder einen Wurm zertreten, noch vor dem Kaiser kriechen. Denn das war Heinz seine Lebensmaxime. Und es gibt so viele Episoden, an denen man das nochmal deutlich machen könnte. Ich greife nur mal eine heraus. Vor der Saison 73-74 wurde Heinz in der Vorstandssitzung des FCM von Ernst Hoberg, damals Generaldirektor des Schwermaschinenbaukombinat Ernst Thälmann, kennt sicherlich fast jeder noch hier im Raum, nach den Zielen gefragt. Und er antwortete: Wenn du die Erfolge mit dem Skat hättest, die wir für diese Saison anpeilen, dann würdest du alle deine Maschinen auf den kapitalistischen Markt absetzen. Und fügte hinzu, wir holen den Europacup. Heinz Krüge plädierte damals auch dafür, dass die Mannschaft bei internationalen Spielen Trikotwerbung für den Skat machen sollte und schlug vor, Werbebanden zu vermarkten. Damals wurde er natürlich nur belächelt und von einigen sogar für verrückt erklärt. Oh Jörg, was für eine Geschichte, oder? Also auch wie weit schon gedacht in der Zeit. Ja, schon phänomenal. Also er ist schon eine Persönlichkeit, wirklich eine Persönlichkeit gewesen, die seinesgleichen sucht. Muss man aufpassen, jetzt rauscht es hier. aber das zeichnet ja im Endeffekt Visionäre auch aus, dass sie im Endeffekt über den Tellerrand schauen und Ideen haben, die von allen belächelt werden rundherum, aber die schon, wir sehen es ja heute, wo überall Werbung gemacht wird und wie die Werbung im Endeffekt auch den Sport finanziert, nicht nur beim Fußball, sondern bei allen Sportarten. Auch wichtig ist, um im Endeffekt hochklassigen Sport noch treiben zu können. Ja. Wir sind ja alle hier natürlich wegen dieses großen Spiels am 8. Mai 1974, 1. FC Magdeburg gegen den AC Mailand in Rotterdam. Wir haben ja gemeinsam die Reise dahin gemacht. Paolo, Uli, Jörg war auch mit. Es war, glaube ich, echt eigentlich ein sehr schöner Ausflug, oder? Fanprojekt war auch mit, Fans. Verein. Also ganz ehrlich, wenn ich dazu was sagen darf, wir haben damals mit unserer Leistung den Grundstein gelegt für die Fanbase von heute. Es ist so. So. Und jetzt war das Schöne, dass wir dort waren und da waren etwas über 30 junge Leute mit, alle so um 30 rum. So. Und diese haben das erlebt, mit uns zusammen nochmal dort alles reflektiert. Und die werden das später, erstmal haben die Eltern, was sie sagt, du, ich war damals da, fahr da ruhig mal mit. Und die jungen Leute, wenn die mal älter werden, können die das auch wieder weitergeben. Das war eine richtig schöne Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, weil damit das nicht im Vergessen gerät, damit, oder damit diese Fanbase überhaupt weiterleben kann. Und wenn du heute im Stadion bist, da weißt du ja, und selbst wenn alle sagen, Block U, Block U, trotzdem, die kriegen von mir jedes Mal 10 Euro, weil die Choreografie muss ja auch bezahlt werden. Und hier sind ja auch ein paar Jungs drin, die wirklich diese Tradition aufrechterhalten. Ich denke nur am 1. Mai, endlich mal wurde da ein Schild angebracht. Der 1. FC Magdeburg 1965 gegründet im AMO. Und das waren auch diese jungen Leute. Die sind ja auch hier, zwei, drei Moment. Leute. So. Vielleicht kann ich unterbrechen. Na, die zwei Sportfreunde sind hier. Einer sitzt links, Fanbeauftragter, genau. Der für uns alles gemacht hat. In Holland? Ja, ja. Nee. Stefan Rogentin? Ja, Stefan und... Like Allah, ja. Komm, siehst du, jetzt bin ich so aufgeregt und komme auf deinen Namen nicht. Ja, aber ich sag mal, die haben was für uns gemacht. Thomas Hennigs meint er, glaube ich, oder? Guckt er zu dir? Was die gemacht haben und natürlich, Jörg, kann ich mich nur mal bedanken, du warst dabei. Das war wirklich vier schöne Tage, die wir dort erlebt haben. Da hat man sich daran erinnert, was eigentlich der Verein alles damals erreicht hatte. Ich hoffe, ihr kommt da auch ran. Ich hoffe, dass ich nochmal in meinem Leben die erste Liga erlebe. Das möchte ich noch. Das wäre mein größter Wunsch, den ich habe. Kannst du weitergeben denn, ja? Spielen kann ich nicht mehr, aber... Es war für uns auch sensationell, weil was war denn damals? Du bist da hingeflogen, hast einen Abend mal trainiert vorher, den nächsten Tag warst du da, sie haben sich schon abgekastet, ein bisschen spazieren gegangen am Strand, abends gespielt und gleich wieder weg. So, und diesmal, muss ich ganz ehrlich sagen, war das hervorragend organisiert. Wir haben was gesehen von Rotterdam, wir haben was gesehen vom Hafen, wir haben eine Hafenrundfahrt gemacht, wir waren im Stadion, wir waren sogar bei diesem Endspiel.
ja, diese für unsere Presse unwichtigste Geschichte. Aber da waren 40.000 Kroaten. Asim Lovais, das kann nie, ein Länderspiel kann nie unwichtig sein. So, das ist typisch für uns, für Deutsche. Echt so. Und die Kroaten, die haben so einen Lärm gemacht. Die Kroaten haben da alles abgeräumt. Aber Paul, brauchst du nicht fragen, weil der war ja nicht mit. Nein, ich sag, das war sensationell. Wo wollte ich mit? Du warst in der Bar. Wer den Fußball glaubt, das nicht. Ach ja, so, richtig. Danke für die Aufklärung. Gib nachher hinaus, ja. Du meinst die hübsche Kroatin, oder was? Wenn du einen Kaffee trinken warst. Wir haben noch einen einzigen Punkt auf der Liste, den wollen wir noch kurz durcharbeiten, bevor wir dann auch zu euren Fragen kommen. Axel Juncker, ich würde dich gerne mal vorbitten dafür. Wir haben hier auf der linken Seite von mir aus gesehen einen Flipchart aufgebaut. Und vielleicht könnt ihr uns, Paule und Uli, kurz erklären, wie das damals ablief. Fangen wir mal an zum Beispiel. Da steht als allererstes drauf, ich glaube, mit der Gegneranalyse. Wie hat das damals funktioniert? Ach du. Mal gucken, was er meint. Gegneranalyse. Wie hat Heinz Krügel damals den AC Mailand analysiert vor dem Spiel? Gut, er hat viel erstmal über uns gesprochen, wie stark wir sind. Wir sind stärker als der Gegner. Ich habe das, glaube ich, schon mal gesagt, in einer, der, wo ich hier war, ihr seid alles meine Diamanten, ihr müsst nur noch geschliffen werden. Ja. Haben alle daran geglaubt. Und seine Taktik war die, dass er erstmal gesagt hat, Helmut Gaube, den Weltfußballer Rivera, das ist ihr Part. Wenn er auf Toilette geht, gehen Sie hinterher. Aber hatte der Videomaterial er hatte schon damals? Wenig Video, oder? Ja, wir hatten Videomaterial, aber wenig. Er war ja zur Spielbeobachtung in Mailand, ja, Uli? Und ich sag mal, so wie heute nicht mehr. Also das hatten wir nicht. Wir konnten ZDF gucken. Sie konnte ZDF gucken, aber ich glaube, Axel könnte mal Spielbeobachtung vor Ort aufschreiben auf der Seite von Magdeburg. Wie sah es denn mit der unmittelbaren Spielvorbereitung aus? Also was habt ihr da gemacht? Wart ihr nochmal in so einer Art Trainingslager oder? Nein, unser Vorbereitungsspiel war gegen die Taxi-Auswahl von Magdeburg. Echt, wirklich. Wir haben gegen die gespielt, die durften mit 14 antreten, 12-1 ist am Ende ausgegangen, ist wirklich wahr. Und zweimal 30 Minuten, hey, die waren alle begeistert. Also, da brauchtest du nie wieder irgendein Taxi rufen. Wenn er alle gesehen hat, bist du dann auch nicht nach Hause gefahren. Aber das war Heinz Krügel. Habt ihr 11 gegen 11 gespielt? Nein, 14 gegen 15. Ja. Naja, so war seine. Oh, wir müssen da mit denen auch Kontakt haben. Ja. Also Taxi. Kannst du da aufschreiben, Spiel gegen Taxi-Auswahl? Das ist ja kein Nee, wir sind ja schon bei der unmittelbaren Spielvorbereitung. Ach so, wir sind schon weiter. Ja, wir sind schon weiter. Ich weiß nicht, was du da schreibst. So, was nun? Dann glaube ich als nächstes. Wie hat denn das Coaching damals stattgefunden in der ersten Spielhälfte? War Heinz Krügelmann, der viel reingerufen hat? Oder? Ja, er hat viel reingerufen. Du hast ja auch schon gesagt, wir Spieler hören da drin. Die waren ja nur 5.500 Leute. Das muss man sich mal vorstellen. Im Europacup-Endspiel 5.500 Zuschauer. Im Halbfinale gegen Sporting Lissabon waren 75.000 Zuschauer in Lissabon. In Magdeburg hatten wir, glaube ich, 45.000. Und zum Endspiel viele unserer Fans durften ja damals nicht aufgrund der politischen Sache, wir durften ja nicht mal unsere Frauen mit rübernehmen. Ja, und das nicht mal die Verletzten, Decker zum Beispiel, durfte nicht mal mitfahren. Wir sind mit 15 Mann gefahren. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Wir haben das Geld nicht verdient. Vom Geld wollen wir gar nicht reden. Ich habe ja eingangs gesagt, wir haben damals für den Europacup-Sieg 5.000 DDR-Mark bekommen. Kann sich heute gar keiner vorstellen. War viel Geld damals.
Zum Coaching. Aber das glauben Sie uns heute nicht mehr. Zum Coaching gibt es noch eine schöne Geschichte. Helmut Gauber hat ja die Aufgabe, hat er schon gesagt, gegen Rivera zu spielen. Nur gegen Rivera. Und nach 25 Minuten hat er den ungefähr so schön im Griff gehabt und hat sich dann einmal über die Mittellinie gewartet. Er ist aufgesprungen, also ich höre Torhüter, die waren ja alle mit, ich hoffe, ich höre, was ist mit dem los? Hat sich gesagt, Helmut, wenn Sie noch einmal über die Mittellinie gehen, nehmen Sie raus. Ja. Haben Sie mich verstanden? Ihre Aufgabe ist Rivera, hat der gebrüllt. Muss man sich mal überlegen. Da, da muss alle erschrocken. Also Coaching, erste Hälfte, Androhung von Strafen. Wie sah denn eure Halbzeitansprache aus? Also ich meine, man redet ja heutzutage, wenn man so ältere Kommentatoren hört, die reden immer vom Pausentee. Gab es den wirklich? Der Pausentee haben wir gekriegt, aber durften wir nicht trinken. Durfte er nicht trinken? Nein, Wasser durften wir nur gurgeln und ausspucken, wäre es zu schwer geworden. Heute ist die Priorität, wenn du Platz willst, schlucken Sie erstmal was. Das durften wir damals nicht. Das war seine. Nein, nein, sie wären zu schwer, wenn sie zu viel trinken. Ja, also wir schreiben das uns schwach, als... ist Tatsache. Du hast das Wassergurgeln. Wassergurgeln. Ja. Und dann in der zweiten Halbzeit, war sein Auftreten dann ein bisschen entspannter oder wurde er... Denke ich schon. Ja? Ja, nach dem 1-0 sagt er ja, die kochen nur noch mit Wasser. Ja, ihr seht es doch. Und er hat uns ja wirklich so eingestellt, wir haben da wirklich dran geglaubt, wir sind besser als die. Der hat uns so... hingestellt, was wir alles können, was die können. Die könnten Janosch und wir könnten alles. So hat er uns hingestellt. Ja. Die waren ja Europacup-Verteidiger. Ja. Die waren ja klare Außenseiter. Und das, was der da reingebracht hat, der Mann. Ja, und dann natürlich die Ansprache, die er gehalten hat. Und dann das eine, was ich auch schon mal gesagt habe. Uli Sie, Wolfgang Sie, Manfred Sie, Trainer Sie. Das war schon eine Respektperson, wo ich gesagt habe, oh warte, du Arschloch, hört sich gut an, aber Sie ist ein bisschen anders, ja? Und das hat er, haben wir einen Hut vorgezogen, muss ich sagen. Das gibt es heute nicht mehr. Sollst du auch nicht mehr. Er hat ja auch mit der Mannschaft, mit unserer Mannschaft aktiv, hat er auch zusammengesessen. Das waren ja keine einzelnen Entscheidungen. Also die beiden, der Trainer, der Co-Trainer und Manfred, du warst drin, der war noch drin, ich auch manchmal. So, da haben wir zusammengesessen. Was machen wir? Na klar. Jungs, ich sag euch, wir können dieses Spiel gewinnen. Wir müssen nur unsere Tugend reinwerfen. Unsere Tugend. Und unsere Tugend heißen in dem Falle, die nicht ins Spiel kommen lassen, hatte ich schon mal gesagt. Also bei zweiter Halbzeit schreiben wir uns auch, es steht gar nicht drauf. Doch, da schreiben wir uns auf, Entspannung pur dank Kollektiv und Tugenden. Habe ich jetzt so mitgenommen? Ja, klar, wir haben in der Kabine gesagt, los, das schaffen wir, natürlich. Das ist unwahrscheinlich, ja. Wir haben uns angeguckt, da haben wir gesagt, das schaffen wir, klar. Wir gehen hier heute als Sieger vom Platz. So, wenn man heute spinnen würde, Andreas, wie sähe denn so eine Vorbereitung auf ein Europapokalspiel-Finale des ersten FC Magdeburg gegen den AC Mailand heute aus? Stellen wir uns das erstmal vor. Ja, ich meine, heute haben wir natürlich unfassbare technische Hilfsmittel. Natürlich ist es schön, wenn man irgendwo hinfährt, gerade wenn man da auswärts spielt, um vielleicht die Atmosphäre nochmal auch zu spüren. Aber man kann ja jedes Spiel sehen, du hast es vorher gesagt. Ja, wir könnten ja zurückgehen bis was weiß ich, wie lange. Man weiß das Lieblingssystem des Gegners, man weiß, welche Formation der spielt. Man kann nicht nur das sich anschauen in verschiedenen Kameraperspektiven, man hat dazu auch noch einen Datensatz, der so hoch ist. Also heute ist eher die Schwierigkeit bei all den Informationen, worauf kommt es wirklich an? Und dann guckt man am Ende wahrscheinlich auf die genau gleichen Sachen, die man vorher mit viel weniger Hilfsmitteln auch sehen wollte. Und deswegen ist das auf jeden Fall erstmal einfacher, glaube ich. Man kann dann das, was man analysiert hat, wahrscheinlich deutlich einfacher mit einem Bild untermalen. Das war möglicherweise vor 50 Jahren etwas schwieriger. Ich weiß nicht, ob man von jedem Gegner immer Bildmaterial hatte oder wie gut das dann war, wenn man es hatte. Und das hilft natürlich heute. Also was möchte ich zeigen? Was sind deren Schwächen? Was sind unsere Stärken? Wie können wir das bestmöglich umsetzen? Und das hilft natürlich nicht nur, wenn ich das erzähle, sondern wenn man sagt, hier, da seht ihr, wenn wir es so machen, dann klappt es. Ob die es dann auch so machen, ist dann was anderes. Aber allein diese Hilfsmittel heute, ist ja nichts, was es nicht gibt. Die hat ja der Krüger auch nicht gehabt. Der hat uns wenig viel gemacht. Der hat vielleicht 3-4 Spieler uns vorgestellt dort. Die kannten wir auch persönlich. Aber dass er jetzt über jeden einzelnen Gegenspieler eingegangen ist, hat er nicht gemacht. Der hat unsere Stärken nach vorne gebracht und gesagt, wir spielen das System und der Gegner muss sich an uns anpassen.
Das waren seine Worte und die haben wir auch verstanden. Aber das ist ja immer noch die feine Klinge heute, oder, Andreas? Also das ist ja schon noch das Ziel, dass man seine eigenen Stärken nach vorne stellt und den Gegner sein Spiel aufzwingt. Das hört man ja immer wieder von den Trainern. Ja, das ist ja das Tolle. Es ist nicht nur im Fußball so, wenn wir unseren Charakter feilen oder wenn wir für was einstehen, dann glaube ich daran, dann wächst da was. Und genauso ist es mit einer Mannschaft auch. Ich höre das ja immer wieder aus allen Ecken, oh, so viel den Ball und hinten raus und so. Aber wenn eine Mannschaft erstmal glaubt, wir sind das, das macht uns aus. Ja, das darf man nicht vergessen, was das für Berge freisetzt, für eine Glaube freisetzt. Ja, das sind wir. Und ja, wenn da ein Fehler passiert, dann wir kriegen da mal ein Gegentor, das andere nicht bekommen. Aber wie viel einfacher ist, einen Weg zu gehen, an dem man glaubt, für den man einsteht, wie ihr das damals gegangen seid, als dann einen Weg zu gehen, wo man merkt, ja, das sind wir jetzt nicht. Also man stellt sich nur mal vor, man verliert dann trotzdem und hat auch noch gespielt, eine Art, die man nicht verkörpert, für die man nicht einsteht, dann fühlt man sich zweimal schlecht. Also da verliere ich lieber dann mal ein Spiel oder einen Ball, aber habe das gemacht, woran ich glaube, wofür man einsteht, weil das gibt Richtung, das ist die Vision und das natürlich dann in der Gegnervorbereitung. Also Axel, ich glaube, du kannst da aufschreiben, heute alles einfacher und doch ungleich schwerer und mit ein bisschen Esprit von Heinz Krügel könnte der 1. FC Magdeburg vielleicht noch ein bisschen weiter wachsen. Können wir uns darauf einigen? Ich habe dir doch gesagt, Ballbesitz, wenn wir danach gehen. Also eingewischt. Aber weil Paul natürlich der coolste und schönste in der Runde ist, darfst du das noch verinnern? Was? Darf ich ja so entscheiden? Ja, na bitte. Ich meine, ist schön und gut Ballbesitz. Nach HSV Magdeburg für mich den meisten Ballbesitz in der zweiten Liga. Ist das richtig? Nochmal bitte. Ballbesitz Magdeburg und Hamburg mit vorne, ja? Ich glaube, wir haben am meisten den Ball. Ihr habt am meisten Ballbesitz. Und das ist natürlich 65-70%. Da muss auch mehr rauskommen. Die Chancenverwertung ist so gut, die machen das ja nicht mit Absicht. Ja, aber da muss noch mehr herauskommen, sonst habe ich auch keine Angst. Ich habe auch keine Angst, dass Magdeburg absteigt. Das für mich ganz nebenbei. Aber ich hatte mir vorhin gedacht, unter den ersten sechs hatte ich vor Anfang der Serie gesagt, ja, da muss man kleinere Brötchen backen. Aber ihr kommt da unten raus, davon bin ich überzeugt. Ich habe eine letzte Anmerkung. In der DDR war es ja so, dass du nicht wechseln konntest. Die haben mich ja gar nicht wechseln lassen. Egal, wer wechseln wollte. Außer Milka hat geschrien, er kommt zum BFC. Doll, Ernst und so weiter und so fort. Das war Van Hennicke. Wir kannten uns untereinander alle. Die 14 Oberligamannschaften. Da hat zum Beispiel, du durfst es nie wechseln. Martin Hoffmann mit 18 hat gegen Kiesche gespielt auf der rechten Seite. Mit 20, die haben 12 Jahre gegeneinander gespielt oder 10 Jahre gegeneinander. Was soll denn da rauskommen? Mal ganz ehrlich. Da brauchst du gar keine Spielvorbereitung. Der Trainer hat gesagt, du kennst Martin Weiß, der spielt durchs Beine und fertig aus. Das war ganz anders. Das war wie sagt man heute? Ich habe 18 Jahre in den gleichen Verein gespielt. 18 Jahre lang. Attik hatte mich gefragt, wie war denn früher der Transfer? Da habe ich ihm nur gesagt, wir wurden delegiert. Der wusste nicht, was das ist, delegiert. Das ist wirklich wahr. Das war krass, ehrlich, du brauchst keine Spielvorwahl. Du kannst es doch jeden. Außer der mal 19 Jahre Juniorspieler rückkommt, da war auch schon Fuhu, die Seiten voll, was er war, was er ist. Aber ab und zu wurden ja doch Elemente verändert. Also jetzt Joachim Streich kam ja zu euch hinzu, obwohl er ja, glaube ich, eigentlich nach Jena wollte. Und hat er dann trotzdem noch mal ein anderes Element mit reingebracht? Ja, viel zu spät. Ja, bei uns hat er mehr Geld bekommen. Das stimmt. Es ist Zeit für eure Fragen. Gibt es noch welche? Nö. Doch. Zwei. Ja, ich hätte mal eine Frage. Und zwar, ich wollte noch mal anknüpfen an eure Darstellung, die ja sehr interessant bin. Ich konnte das zum Teil auch live in Magdeburg miterleben. Ich habe in der Zeit ja auch, wo ihr sehr gut gespielt habt, ja, in Magdeburg studiert, an der TH. Und eins habt ihr ja auch erwähnt hier, die Spieler kamen ja alle aus dem Bezirk Magdeburg oder fast alle, außer Achim Streich später. Und ihr habt ja jetzt auch eine entsprechende Sportschule dort angesiedelt. Aber ich merke, der eigene Nachwuchs kommt da nicht richtig zum Zuge.
Ja, woran liegt das? Und einige sehr gute Spieler, ja, ich habe die jetzt nicht alle so im Hinterkopf, aber wenn ich jetzt irgendwelche Berichte sehe, auch denke, Mensch, die waren in Magdeburg und die waren in Magdeburg, eine relativ hohe Fluktuation. Wie soll da eine Beständigkeit reinkommen? Also einmal der Teamgeist und auch die, sag ich mal, die Bodenständigkeit wieder ein bisschen mehr beachten. Vielleicht wäre das auch ein Schlüssel zum Erfolg. Ja, was sind denn da die größten Hemmnisse, würde ich mal gerne wissen. Ich würde mal sagen, die Frage geht an Jörg am besten, oder? Ja. Nachwuchsleistungszentrum natürlich schon eine sehr, sehr große Bedeutung hat für den Verein, ohne Frage. Und nicht umsonst investieren wir da jedes Jahr einen siebenstelligen Betrag, um im Endeffekt den Nachwuchs auch zu fördern. Nun ist die Problematik, dass also so ab U15 ungefähr wir auch mit Beratern reden. Das ist zwar offiziell noch nicht zulässig, aber es ist so. Und wir haben also natürlich das Problem, dass U15-Spieler, U16-Spieler auch wechseln. Und wir hatten ja lange Zeit das Problem, dass wir keine zweite Mannschaft haben. Wir sind jetzt mit der zweiten Mannschaft in der Oberliga, das ist auch sehr gut. Wir hoffen, nächstes Jahr vielleicht in der Regionalliga zu spielen. Damit haben die U19-Spieler eine Perspektive. Also ich kenne einen Spieler, der ist jetzt U18, den Carlos Krüger, kenne ich schon seit Kindesbeinen. Und der hat mir versprochen, er wird definitiv in Magdeburg bleiben. Er ist auch wirklich ein großes Talent, spielt jetzt ab und zu auch schon mal im Fördertraining mit den Profis zusammen. Das heißt, die Verzahnung zwischen Nachwuchsleistungszentrum und den Profis in den letzten Jahren, das ist auch ein Verdienst von Christian Titz und von Ottmar Schork, sehr viel enger geworden. Und Ottmar Schork hat ganz bewusst diese U23 initiiert und hat da auch in den Gremien sehr viel geworben und diskutiert, weil es ist auch eine Geldfrage, das darf man nicht vergessen, es kostet doch alles erstmal sehr viel Geld. Aber im Endeffekt ist es so, dass wir damit eine Chance haben, dass der Nachwuchs wieder oben ankommt. Das ist ja so mit der Bezirksmannschaft nicht. Es gibt zwei Mannschaften in der Welt, die mit einer Regionalmannschaft einen europäischen Titel gewonnen haben. 1967 Celtic Glasgow, übrigens alles Katholiken, weil die Protestanten spielten bei Glasgow Rangers. Und der erste FC Magdeburg mit seiner Bezirksauswahl beim Europacup 74. Ja. Und unser größter Traum wäre es natürlich auch wieder, dass wir mal wieder einen Magdeburger Stürmer oder Spieler nach oben bringen und auch durchkommen. Wir arbeiten dran. Wir sind auch dabei, die Konzepte noch zu schärfen und auch, und da rede ich jetzt wieder als gelernter DDR-Bürger, das Scouting-System ein bisschen umzustellen, dass wir also nicht nur deutschlandweit überall suchen, sondern erstmal auch in unseren 188 Partnervereinen die Jugendtrainer so weit ausbilden, dass sie im Endeffekt erkennen, Mensch, da ist ein Talent, den könnte man noch mal, und dann Sichtungstrainings machen, etc. Aber es braucht auch so ein bisschen seine Zeit, ja, da bin ich also auch für ein Verständnis, seinen Umbruch, den wir in den letzten 2-3 Jahren moderieren. Ihr wisst alle, dass wir sehr, sehr viel Umbruchssituationen zurzeit auch haben, dass wir also auch im Trainingsgelände investieren, dass wir jetzt im Endeffekt die Geschäftsstelle erweitert haben, dass wir im Funktionsgebäude investieren wollen. Das ist natürlich sehr, sehr aufwendig und sehr kompliziert. Aber natürlich, es muss das Ziel sein, dass wieder Leute oben ankommen. Um eine Prozentzahl zu sagen, es sind also ungefähr 1-2%, die in einer Nachwuchsleistungszentrum, und das ist egal, welcher Verein dahinter steckt, die wirklich oben ankommen. Das ist die Ausnahme, leider. Ja, also eine kleine Nebenbemerkung noch zu diesem Thema. Das ist jetzt dummer Zufall, sage ich mal. Ich heiße mich auch aus Wandowitz und mein Großcousin ist ja Präsident vom Handballclub Magdeburg. Vielleicht könnt ihr da auch mal in einen engeren Erfahrungsaustausch treten. Die sind ja nicht ganz erfolglos, ja, diese Mannschaften. Also Dirk und ich stehen schon regelmäßig im Austausch. Wir kennen uns auch sehr gut. Ja, wir sind auch beim Handball aktiv. So, noch eine weitere Frage. Ich stehe schon und hab auch schon das Mikrofon. Ja, eine Frage an den Co-Trainer. Was würdest du einem, ich sage jetzt mal, 10-jährigen Jungen oder Mädchen empfehlen, der natürlich oder sie gerne eine entsprechende Laufbahn machen möchte? Weil ich weiß, sie unterliegen ganz, ganz vielen Einflüssen, ob das von zu Hause, Medien und so weiter ist. Was würdest du einem 10-Jährigen empfehlen, der vor der Frage steht, was mache ich jetzt? Ich spiele in einem kleinen Verein, wie geht's weiter? Verfolg deine Träume und üb so viel du kannst. Trainier, trainier so viel du Lust hast. Behalte dir immer ein Lächeln, denn nur wenn du Freude hast, bleibst du beharrlich dabei bei der Sache. An die Eltern würde ich sagen, so spät wie möglich spezialisieren, mach jeden möglichen Sport, wenn es Fußballprofi am Ende sein soll, dann profitiert der Junge oder das Mädchen davon, verschiedenerlei Sport zu machen. Das ist nicht wie beim Turnen, wo man mit 6 Jahren schon super spezialisiert sein muss, sondern geh dann die frische Luft, schnapp dir einen Ball, spiel alles, was du mit dem Ball machen kannst.
geh zum Tanzen, mach sonst irgendwas, beweg dich, beweg dich, beweg dich und wie gesagt, träum groß und verfolg die Träume. Ob man am Ende oben ankommt, steht in den Sternen geschrieben, aber in etwas super gut zu werden, in etwas das 1% zu werden, dass es besser kann, der gehört eben Fleiß dazu, Übung und an sich selbst zu glauben und wie wir es hier ganz gut gesehen haben, im Verlaufe der Jahre hoffentlich viele, viele gute Trainer, die daran glauben und dieses Kind bei sich abholen, in seinen Stärken und sagen, ja, mach weiter, bleib dran, großartig, wir schaffen es gemeinsam und du kannst alles schaffen. Genau. Gib niemals auf, höre ich hier noch von rechts. Gesundheit und Glück gehört auch natürlich noch dazu. Eine letzte Frage noch. Ja, noch eine Frage an Andreas. Wie empfindest du die Atmosphäre und die Stimmung speziell bei den Heimspielen? Danke. Ja, wie soll ich sagen? Gänsehaut. Es gibt Gänsehaut. Ich war in einigen Stadien auch in der Bundesliga. Jetzt erlebe ich die zweite Liga. Man muss schon sagen, wie nicht nur von einer Seite natürlich ist hinter unserem Tor, kommt die meiste Lautstärke, aber wie das Stadion insgesamt mitgeht, ist schon fantastisch. Wenn ich rumfrage, so unter den Kollegen, in welchen 2, 3 Stadien in der zweiten Liga willst du nicht spielen, weil es da schwierig wird, dann glaube ich, dass Magdeburg immer unter den Top 3 genannt wird an der besten Stimmung im Stadion. Da braucht es nicht immer die meisten Menschen im Stadion. Bei uns passen nicht so viel rein wie auf Schalke oder wie beim Hamburg. Beim HSV, aber laut genug ist es und man merkt, dass die Zuschauer den Verein leben, damit sie leiden mit uns, sie freuen sich mit uns. Das ist schon wirklich ein großen Bonus, den wir haben in den Heimspielen. So, und wie üblich haben wir natürlich heute auch im Vorfeld ein Gewinnspiel gemacht. Und ich würde sagen, weil Paula jetzt schon lange was nichts gesagt hat, darf er den Gewinner ziehen. Bist ja auch schon routiniert darin. Und ich weiß, Uli Schulze hat auch mitgemacht und Andreas hat auch mitgemacht. Also vielleicht klappt das ja. Und als Gewinn gibt es eben das Buch von Volkmar Laube, Sensation Blau-Weiß. Ich kann nicht wühlen. Wo mein Name drauf, gucke ich doch. Wo dein Name drauf? Ja. So, und gewonnen hat? Also ich bin es nicht. Andreas Schumacher. Wirklich? Ja, also Andreas Schumacher hat wirklich gewonnen. Dann sage ich herzlichen Glückwunsch, Andreas. Du darfst das Buch von Volkmar Laube. Ich glaube, du hast gedacht, ich habe das erfunden. Ja. Von Volkmar Laube mit nach Hause nehmen. Ich sage herzlichen Dank, Volkmar, für die ganzen Geschichten, die du über Heinz Krügel mitgebracht hast. Danke an euch, an die Gegenwart des 1. FC Magdeburg, Andreas Schumacher, Jörg Bjastoch und danke an euch. Die glorreiche Vergangenheit des 1. FCM, Uli Schulze und Wolfgang Paule Seguin und natürlich auch an unseren Tagessponsor der Stadtwerke. Danke, dass wir das zusammen heute hier umsetzen konnten in der Kreissparkasse. Immer schön bei euch. Und das war's mit reingegrätscht. Wir sehen uns bestimmt bald wieder. Ich kenne das Thema noch nicht, aber ich hatte heute auf jeden Fall sehr viel Spaß in dieser Runde. Danke euch. Hallo.